Bei der heutigen Lektion bzw. Vortrag wollte ich erstmal verschiedene Yoga-Arten erklären, darauf eingehen und die zweite Hälfte dann eure speziellen Fragen. Okay? Ihr seid ja alle hergekommen, um Yoga zu praktizieren. Und am Anfang, wie man das oft gerne macht bei der Lektion, so eine kleine Fragerunde. Welches Yoga ihr kennt bzw. praktiziert und vielleicht auch aus welchem Grund. Wenn jemand etwas kurz sagen möchte, erzählen möchte, bitte eure Hände nach oben und kurz sagen, wie ihr das Yoga beschreibt, das ihr macht. Wie würdet ihr das nennen? Oder welches Yoga, welche Art, welche Richtung ihr macht? Ja. Hatha Yoga plus Vinyasa Flow. Okay. Ist ja auch Hatha Yoga. Genau, genau. Hatha Yoga. Ja. Bhakti Yoga. Bhakti Yoga. Ja. Kennst du das oder übst du das aus? Praktizierst du das? Ich lebe es aus, wann immer es möglich ist. Okay. Versuche ich das zu leben, ja. Einmal Hatha Yoga gehört? Ich kürze das mal so ab. Ja, schon Hatha, aber H spricht man jetzt. Bitte? Ich glaube, H spricht man nicht so aus, also Hatha, oder? Moment. Nein, nein, das ist schon mit H. Genau. Okay. Man schreibt das auf alle Fälle mit T und da es ein Sanskritwort ist, spricht man dort das auch mit H, TH aus. Mhm. Also hier wirklich hart gesprochen, dieses TH, Hatha Yoga aus. Okay, dann haben wir Bhakti Yoga. Wem sagt das Wort Bhakti Yoga jetzt überhaupt nichts? Okay, schon einige. Da. Ich habe in letzter Zeit viel Kundalini-Yoga gemacht. Okay. Kundalini, das ist jetzt, aber was wir gehabt haben, bei dir war das Vinyasa Flow. Mhm. Ich kürze das mal alles ab, weil das sind alles Zweige vom Hatha Yoga. Genau. Das Stanka Kundalini. Und dann von Ashtanga Vinyasa. Kundalini, das gehört alles zu Hatha Yoga. Weiß jemand vielleicht noch etwas, ja? Karma Yoga. Karma Yoga, okay. Dharma Yoga. Karma. Dharma. Dharma. Ja. Es gibt das Wort Karma, aber Karma Yoga, das wird eher zu Karma Yoga dazugehören. Da kommen wir dann etwas näher drauf, ja? Kriya Yoga. Kriya Yoga. Okay, das ist dann auch eine spezielle Form oder Art. Kennst du dort auch bestimmte Leute oder Lehrer, die das verbreitet haben? Ich habe nur mal ein Video gesehen, ich glaube, das ist das auch. Hm. Und was ist dann für dich Kriya Yoga? Ich habe nur den Namen gehört, ich würde es hier gerne erfahren. Aber der Name wird, denke ich, ist ein bisschen schwer auszusprechen auch. Diese indischen Gurus, die jetzt vor 100, 120 Jahren gelebt haben, die solche Sachen praktiziert haben. Okay, haben wir noch etwas? Rajas. Ha? Rajas. Raja Yoga. Raja Yoga. Noch ein wichtiger Aspekt oder noch eine wichtige Richtung haben wir noch aus. Aber das, ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Das ist das, ja. Ich schreibe das, wie man das auf Russisch schreibt, mit einem D. Jnana Yoga. Ist auch eine Art Yoga zu praktizieren. Wie ihr seht, die ganzen vielen Schulen, die zurzeit Yoga in verschiedensten Varianten praktizieren, unterrichten und anbieten, das alles meistens Hatha Yoga. Es gibt dann auch bestimmte Religionen, kann man fast so sagen, oder große Glaubensrichtungen, die dann auf das Bhakti Yoga eher abzielen oder darauf setzen und das so propagieren, dass man alleine durch das Bhakti Yoga bestimmte Erfolge erzielen kann und nur durch das Bhakti Yoga. Und alles andere kann man fast sozusagen vernachlässigen, das ist alles ein Weg für jemand anders. Das Karma-Yoga ist halt dementsprechend auch, dass der Mensch
weiß und sieht, dass er bestimmte Grenzen hat, die er oft überschreiten kann, aber oft nicht überschreiten kann, und sich entlang dieser beiden Ufer bewegt und trotzdem das Beste daraus zu machen versucht. Genau, das ist jetzt nur der kurze Durchlauf. Kriya Yoga, das sind spezielle Meditationstechniken. Wenn man das Wort Kriya übersetzt, das ist so Vorbereitung, wird so übersetzt, oder Herangehensweise an bestimmte tiefenpsychologischen Techniken und an bestimmte Meditationsmethoden. Um dann eben, das Ziel ist sowieso eins von allen diesen Richtungen. Das Raja Yoga, woher kennst du das? Einfach aus dem Yoga-Interesse, einfach mal so gehört. Das Raja-Yoga ist das höchste Yoga, wird so oft übersetzt, oder das königliche Yoga, weil Raja, Maharaja ist auch der König. Und das Jnana-Yoga ist das Yoga der Analyse oder Yoga des Denkens. Auf Russisch gibt es ein Wort, das bedeutet Znanya, so hört sich das an. Znanya ist Wissen. Und wahrscheinlich ist es dieselbe Wortwurzel oder ist eins vom anderen abgeleitet. Kann man so sagen, Jnana-Yoga ist das Yoga der Erkenntnis oder das Yoga des Wissens. Okay, so, jetzt im Kurzdurchlauf und dann etwas ausführlicher. Ausführlicher zum Hatha-Yoga. Das Wort Hatha, da gibt es verschiedene Meinungen, wie man das zerlegt und erklärt. Zum einen haben wir hier zwei Silben, Silbe H und die Silbe Th. Die Silbe Th, das heißt, ist der die Yang-Energie des Universums und das Tha ist die Yin-Energie des Universums. Und weil der Mensch, jetzt haben wir das andere Schaubild nicht dabei, weil der Mensch über das Plus- und das Minuspol verfügt oder alles im Universum, vor allem das Materielle, aus zwei Gegensätzen aufgebaut ist, auch der menschliche Körper, so wird durch bestimmte Techniken und Praktiken dieser Plus und Minus ausgeglichen. Also dass es 50-50 im Menschen vorhanden ist. Wenn Yang-Energie überwiegt, dann ist der Mensch, so meines Erachtens nach, fehlt ihm an der Physis. Also fehlt ihm an Gesundheit, fehlt ihm an Stärke und Kraft. Wenn die Tha-Energie überwiegt und zu wenig Yang-Energie ist, dann hat er zu wenig intellektuelles Potenzial. Der ist zwar stark und kräftig und gesund, aber der hat keine spirituellen, keine geistigen Kanäle nach oben und verfügt über diese Kräfte nicht, die gerade ihn zur Evolution bringen. Weil das Wort Yan ist eben diese göttliche Kraft, Kraft, vor allem die, mit der wir uns über die Sonne verbinden, manchen Meditationen nach und Techniken, ist die evolutionäre Kraft des Universums. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass am Anfang, dass etwas aufgeteilt ist. Das ist nach der Schule von Sankhya, das ist nach der Schule von Patanjali. Die Yang-Energie ist getrennt von der Yin-Energie und dann dringt die Yang-Energie oder das Helle, das Erleuchtende, in die dunkle Materie hinein. Erleuchtet sie und macht sie lebendig und das kann man dann als Schöpfung betrachten oder bezeichnen. Das Gleiche passiert auch in der Natur sozusagen. Die Schöpfung jedes Menschen erfolgt über die Zeugung. Ein Element dringt in das andere hinein und dann wird das dritte geboren und geschöpft. Okay, deshalb ist die Yang-Energie die erleuchtende, die zum Leben bringende Energie der, sagen wir mal, dunklen Urmaterie oder der dunklen Energie. Okay, was es mit Hatha-Yoga zu tun hat? Es heißt, dass wir über unseren Tha-Kanal oder den Yin-Kanal mit der Erde verbunden sind. Und über den Yang oder über den Ha-Kanal mit dem Universum, also mit dem Pluspol oder männlich-weiblich, mit dem männlichen Aspekt des Universums verbunden sind. Und erst dann, wenn das alles in Einklang gebracht wird, die Ha- und die Tha-Energie im Einklang funktioniert, kann der Mensch eine bestimmte dritte Energie erwecken, die Kundalini heißt. Und diese dritte Energie, wenn man sie schafft, nach oben zu leiten, ist es die Energie, die ein bestimmtes Potenzial mit sich bringt, um auf neue Bewusstseinsebenen zu kommen oder um sich innerlich etwas zu transformieren und erleuchtet zu werden. Das Wort erleuchtet
kommt eben auch vom Licht, wie das Wort heilig meines Wissens oder Erachtens nach vom Wort hell kommt. Also je mehr dieser leuchtenden Energie man in sich hat, in sich akkumuliert, desto geistlich höher wird man dann nach und nach. Entweder durch bestimmte Praktiken oder auch das Leben selber erleuchtet den Menschen oft durch bestimmte guten und schlechten Situationen. Es ist eben diese geistliche Evolution, die ständig und überall im Universum voranschreitet. Wenn der Mensch hier im Gleichgewicht ist, wie ich es schon sagte, ist er gesünder, intellektueller und kann in seinem Leben viel mehr bewältigen, also lebt effektiver im Grunde. Weil ihr wisst alle, wenn man krank ist, egal wie klug man ist, kommt man auch nicht weit voran. Und andersrum ist es genauso. Also müsste man idealerweise den physischen Aspekt des Körpers auch niemals außer Acht lassen, weil es heißt, nur in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Zudem müsste man sich auch geistig evolutionieren durch Praktiken wie zum Beispiel Yoga, durch das Erlernen von bestimmten Wissen, bestimmten Philosophien auch und auch dieses geistige Potenzial ständig zum Wachsen bringen. Eine anderen Übersetzung nach oder eine andere Erklärung heißt Hatha, also schwer oder anstrengend. Also ist das Hatha-Yoga dieser anderen Erklärung nach das anstrengende Yoga, das Yoga, wo man sich anstrengen muss. Folgendes Beispiel, um das zu verdeutlichen, wie das auf der biologischen Ebene bei Menschen funktioniert. Normalerweise ist bei jedem von uns, findet ständig dieser innere Dialog statt. Man wälzt irgendwelche Gedanken um, man erinnert sich an gestern, man denkt an morgen, man schmiedet bestimmte Pläne. Manchmal hat man auch Gedanken, die einfach anhänglich sind, die man nicht loswerden kann. Wenn man bestimmte Probleme hat, dann ist es erst recht so, dass diese Problemgedanken im Menschen ständig zirkulieren und diese Gedanken ziemlich viel Kraft und Energie kosten. Diese Energie könnte man für meditative Praktiken zum Beispiel benutzen oder verwenden. Aber wenn das ständig durch die Gedankenkraft, durch den Gedankengang die Energie verbrannt wird, ist man ständig auf dem roten Level, sage ich mal, energiemäßig. Um diese Energie zu sparen, müsste man den Gedankenprozess abschalten, beziehungsweise den Verstand zum Stillstand zu bringen, um die Energie zu akkumulieren und dann anhand von dieser Energie, wie mit einem vollen Tank, man ein Auto betreiben kann, so mit einem vollen Energiepotenzial im Körper, man auch tiefer in sich gehen kann oder in Meditation einfach in höhere Sphären steigen kann, als die unsere Welt hier und jetzt. Und man ist dann drauf gekommen, dass dieser innere Dialog eben durch Muskelanstrengung ausgeschaltet wird oder eingedämmt wird. Das heißt, wenn der Mensch nichts macht und einfach so sitzt, wird viel Energie da oben verbrannt. Wenn der Mensch schwere körperliche Arbeit zu verrichten anfängt, denkt der Körper, dass er auch Energie sparen muss und schaltet automatisch diesen inneren Dialog weitgehend ab. Also zumindest, dass er die Kraft so weit einsparen kann, dass er die körperliche Arbeit verrichten kann. Von dem Beispiel, von dem ich erzählt habe, ist es ungefähr so zu verstehen, wenn zum Beispiel ein Haus zum Brennen anfängt und es geht um Leben und Tod, dann muss man schnell reagieren, dann würde der Mensch auch, oder ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst irgendwie ein großes, schweres Ding greifen und aus dem Haus schleunigst rausrennen. Okay? In so einer Situation werden alle eure Ressourcen auf eure Muskelkraft gelenkt und diese ganzen Gedanken an gestern, an morgen, was der Chef zu mir gesagt hat, was ich morgen zum Essen kaufe, das wird weitgehend abgeschaltet und nur die Muskelkraft betätigt und nur aufs Überleben umgeschaltet. Man hat dann folgendermaßen weiter überlegt, wenn man jetzt die Muskel anstrengt, um das Gehirn auszuschalten, muss man jetzt nicht unbedingt schwere körperliche Arbeit verrichten, weil wenn ich ständig Gewichte hebe, ist es zwar dann auch so, dass es da oben ein bisschen stiller wird und ruhiger wird, aber ich muss alternativ lediglich die Sehnen also spannen. Und so durch die Dehnarbeit, die ich auf der Matte verrichte, spanne ich die Sehnen an. Und der gleiche Impuls geht Richtung Kopf, um diesen inneren Dialog abzuschalten. Aber durch das Dehnen verbrenne ich keine so große Kraft, wie wenn ich jetzt Gewichte hebe oder irgendwas Schweres und mich die ganze Zeit bewege.
Und so hat man seine eigene Natur ausgetrickst und durch das Dehnen und durch viele Dehnübungen diese Ruhe da oben einzuschalten. Okay? Also ist das Hatha-Yoga eben so eine Technik zur Vorbereitung für die innere Arbeit, für die inneren Praktiken. Deshalb sagt man, äußeren Praktiken ist das, was den Körper angeht. Also Kriya sind auch Reinigungstechniken. Also Kriyas, Hatha-Yoga, bestimmte andere Sachen, wo man den, mit dem Körper arbeitet, sind die äußeren Sachen. Und die inneren Arbeiten ist das, wo man jetzt sich konzentriert, mit bestimmten Symbolen, Energien arbeitet und dann auch meditiert. Das ist dann das innere Yoga. Also Hatha dient lediglich zur Vorbereitung, um den Geist, um den Verstand auf einen bestimmten Level zu bringen. Okay? Dazu nutzt man das auch. Wenn ihr Hatha-Yoga praktiziert, wird selbstverständlich auch feststellen, wenn ihr in die Klasse reingeht, nach der Arbeit zum Beispiel oder nach einem Schultag, ihr seid aufgeregt, im Kopf schwirren viele verschiedene Gedanken rum, dann praktiziert ihr eineinhalb Stunden Hatha-Yoga, so intensiv, wie es auch heißt, intensives Yoga. Und ihr merkt dann danach, dass ihr einfach ruhiger werdet, entspannter werdet und ihr eine ganz andere Sicht auf bestimmte Probleme auch habt hinterher. Also was vorher schwarz und schwer zu bewältigen war, kann sein, dass nach einer guten, anstrengenden Stunde Hatha-Yoga oder auch anderen Yoga-Praktiken, dass dieses gleiche Problem in einem anderen Licht erscheint, beziehungsweise ihr während der Stunde oder während der Meditationseinheit auch Lösungen für dieses Problem findet oder für eure Lebenssituation oder einen Ausweg dann findet. Passiert auch deshalb, weil wenn wir anfangen, den Körper unten zu dehnen, zusammenzuziehen, wir Energie nach oben durchdrücken. Die Energie ist ja, kann man so sagen, wie Wasser. Kann durch den Körper fließen, kann aber irgendwo auch stauen. Und durch die Arbeit mit dem Körper bringen wir die Energie erstmal zum Fließen durch den Körper, reinigen die feinstofflichen Kanäle, dass der Körper gut versorgt wird und der Fluss dann stattfindet von Energie. Und letztendlich, wenn man das ordentlich aufbaut, könnte man zum Schluss, wenn der Körper vorbereitet ist, durch Bandhas und Mudras, durch das Luftanhalten, noch mehr Energie nach oben leiten, dass die Energie für Meditationszwecke oder für bestimmte Problemlösungen zum Nachdenken mehr nach oben geleitet wird. Okay, das Intellekt arbeitet dann viel besser nach Yoga-Praktiken. Was man vielleicht hier fürs Raja-Yoga und für Jnana-Yoga sehr gut nutzen kann. Ansonsten, ein Mensch, der kein Yoga praktiziert, bei ihm sind viele, ja was heißt, ist die eine Energie mal hier, mal dort, mal woanders und oft fällt die Energie einfach nach unten, wegen ihrer Schwere und während des Lebensstils, den die meisten Menschen führen. Also es sind meistens die unteren Zentren beschäftigt und aktiv und da oben ist oft zu wenig Energie, weil man sich mit diesen Sachen, was sich selber angeht, mit bestimmten philosophischen Überlegungen, mit bestimmten Schlüssen über mein Leben oder bestimmten Analysearbeit über mein Leben, wenig jemand beschäftigt. Und wenn man sich damit beschäftigen würde und den Kopf öfter einschalten würde, würde die Energie automatisch nach oben steigen, weil man sie auch da oben dann verwendet. Okay, über das Hatha-Yoga noch ein paar Sachen. Es heißt auch, das Hatha-Yoga ist gar nicht so alt wie andere Yoga-Arten. Die Arbeit mit dem Körper, sagt man, hat vor 120, 150 Jahren vielleicht angefangen, wo mehr und mehr Menschen einfach vom Land in die Städte gezogen sind. Und man hat gemerkt, wenn man in der Stadt arbeitet, wo es mit Büroarbeiten und anderen Sachen angefangen hat, hat man gemerkt, dass der Mensch sich viel zu wenig bewegt. Und aus Bewegungsmangel hat man dann bestimmte Gymnastikübungen sich überlegt und Körperkraftübungen. Und dieser Körperkult ist ja dann damit auch aufgekommen, sozusagen in England, in Europa. Und dann ist es auch nach Indien übergeschwappt. Und also diese Fitnessgeschichten und sowas, in unserer heutigen Sprache ausgedruckt. Und die Inder wollten auch nachziehen, heißt es. Und haben sich auch verschiedene Übungen einfallen lassen, aber in ihrem Stil, aus ihrer Kultur. Und so sind die verschiedensten Hatha-Yoga-Übungen entstanden. Auch wenn es in altertümlichen Schriften wie Hatha-Yoga Pradipika heißt, dass Shiva eigentlich der Schöpfer von Hatha-Yoga ist und er der
Adi Nathis, also der erste Nath, der das Hatha Yoga an die ganze Menschheit übermittelt hat. Also dieser mystischen Theorie nach ist es viel älter und der allgemein üblichen Theorie, die man in Zeitschriften und Büchern liest, das moderne Yoga ist dann vor 120 Jahren oder das moderne Hatha Yoga vor 120 Jahren entstanden. Das ist eine sehr gute Geschichte eigentlich, die den Körper aufbaut, sozusagen stabil macht, widerstandsfähig macht, ohne ihn so wie im Sport zu belasten. Weil wenn man Sport nimmt, sind Profisportler meistens nach einigen paar Jahren kaputt mit Bänderrissen, allen möglichen Verletzungen und sowas. Und im Hatha Yoga ist es ja so, dass es schonender zum einen vorangeht, dass jeder die Kraft der Anstrengung selber reguliert und das eigentlich mehr zum Gesunden, zur Prophylaxe, also zur Vorbeugung geht. Und nicht etwa dafür, um irgendwelche Höchstleistungen dann auf der Matte zu erbringen. Deshalb müsst ihr das auch für euch individuell betrachten. Und es wäre dann falsch, wenn man auf der Matte ist, auf den Nachbarn zu blicken, ob er das besser oder schlechter macht als ich, jemand zu überholen versuchen, etwas besser zu machen, also zu versuchen als mein Nachbar oder als da vorne jemand, weil es wirklich individuell ist, da jeder seinen eigenen Körperbau hat, andere Voraussetzungen bringt. Also wird die gleiche Asana bei jedem von euch etwas anders ausschauen. Und das ist auch richtig so. Deshalb wird es von unserer Schule so gehandhabt, dass wir möglichst wenig korrigieren, eben gerade aus diesem Aspekt, weil jeder individuell ist. Und jeder macht die Asana so gut, wie es bei ihm geht. Und Korrekturen werden nur dann durchgeführt, wenn man sieht, dass es komplett die falsche Richtung ist, wenn man sieht, dass man den Menschen helfen kann. Ansonsten muss jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln im Hatha Yoga. Und je öfter ihr die Asanas ausführen werdet, man merkt dann selber die Muskelstränge, man fängt an, alles besser und besser zu spüren nach und nach. Und man kann sich selber in der Asana selbstständig korrigieren. Man spürt, hier hat es zumindest vielleicht 50% Effekt. Und es reicht vielleicht nur eine Nuance von Drehung oder vom Zug in eine andere Richtung. Und man spürt das schon sehr viel intensiver und man spürt viel mehr Wirkung dann raus. Okay, also müsst ihr das euch so vorstellen, dass kein Lehrer euch bestimmte Sachen erzählen kann. Er zeigt euch die Sachen vor, wo ihr hinarbeiten müsst, aber ihr müsst euch das alles selber erarbeiten. Das wird auch viel besser sein, weil dann ist es eure eigene Erfahrung und die wird viel länger halten. Das Verständnis wird sehr viel besser sein. Aber das kommt leider nur durch ständige Wiederholung. Genauso wie im Kampfsport, wo man 1000 Mal und 2000, 100.000 Mal die gleichen Techniken und Schläge ausführt. So ähnlich ist es im Hatha Yoga. Je öfter ihr eine Asana macht, desto mehr und mehr perfekter wird ihr sie ausführen können. Natürlich wird sich der Körper auch langsam dehnen. Ihr werdet mehr Tiefe bekommen. Aber wiederum, das Dehnen und die vielen ausgefeilten Varianten in der Asanas sind nur deshalb aus diesem Prinzip, weil man den inneren Dialog zum Stillstand gebracht hat und ausgeschaltet hat, aber leider durch das ständige und viele Dehnen wird der Körper flexibler. Und dann ist es so, um den gleichen Effekt zu erreichen, muss man sich schon schwierige Asanas einfallen lassen. Weil ein Mensch, der ganz unbeweglich ist, der ist hier vom Vorteil, weil der muss sich nur ein bisschen drehen, ein bisschen nach vorne gehen und schon alles und schon zieht alles bei ihm und zwickt sozusagen. Er spürt schon diese Askese. Die Muskeln sind schon auf Spannung, also angezogen und der Effekt kommt. Einer, der wohl schon 5 oder 10 Jahre praktiziert und sein Körper sehr beweglich ist, musste sich schon etwas Schwierigeres einfallen lassen, um die gleichen Kräfte in den Muskeln aufbauen zu können und den Sehnen. Okay, weil der Muskelstrang, kann man so sagen, ist ja dann an einer Sehne befestigt. Die Sehne hat die weiße Farbe, die Sehne ist dann am Knochen befestigt. Und eben dieser Zug der Sehne schafft nach oben zum Gehirn diese Impulse, wo die Arbeit des Verstandes heruntergefahren wird bzw. abgeschaltet wird. Und zum Verstand muss man so sagen, das wird so wie ein Computer sein. Wenn ein Computer ein Programm durchrechnet oder ihr arbeiten wollt damit, ihr schaltet ihn ein, habt was durchgerechnet, gearbeitet, ihr seid fertig, schaltet es wieder aus. Mit dem Verstand sollte es im Idealfall auch genauso sein. Aber die wenigsten Menschen können das. Also ihren Verstand auf Befehl ein- und ausschalten. Okay? Ihr könnt es einmal probieren, wenn ihr dann eine ruhige Minute habt, irgendwo während des Tages, euch mit eurem Gehirn oder mit eurem Verstand
auszumachen. Jetzt sind wir mal zumindest 5 Minuten still, ohne jeglichen Gedanken. Okay, probiert es mal aus. Es wird eine sehr, sehr gute Erfahrung für euch zu sein. Dass aus dieser Erfahrung werdet ihr dann merken, dass euer Verstand, obwohl er zu euch gehört, ein Eigenleben führt, ohne dass ihr ihn großartig kontrolliert. Und Yoga ist aber wiederum eine Übersetzung dafür Kontrolle. Also die Kontrolle am Anfang vom Körper und danach eben die Kontrolle vom eigenen Verstand. Und wenn ihr das schafft, dann könnt ihr sehr gut und sehr effektiv auf eure Realität wirken. Weil ein Großteil eurer Realität wird von euren eigenen Gedanken geschafft. Wenn die Gedanken negativ sind, zieht man entsprechend bestimmte Situationen und Negatives in sein Leben. Und wenn man es schafft, das abzuschalten, sich nur auf positiv einzustellen, wird das Leben auch positiver verlaufen für euch. Okay, so viel zum Hatha-Yoga. Jetzt war es ein bisschen ausführlicher. Habt ihr dazu noch Fragen? Was das Hatha-Yoga direkt angeht, Asanas oder die Praxis? Im Idealfall solltet ihr, wenn ihr eineinhalb Stunden trainiert, also zweimal pro Woche, das ist schon fast zu wenig. Also versucht wirklich dreimal in der Woche zu praktizieren, wenn nicht viermal, damit ihr eure Ebene hält. Weil ihr werdet dann nach einiger Zeit merken, wenn ihr praktiziert habt, der Körper ist flexibel, beweglich. Und solltet ihr dann in einen großen Einkaufsladen gehen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder mit zu vielen Menschen kommunizieren auf einmal, dann ist eure Energie wieder anders. Und je gröber eure inneren Energien sind, desto gröber wird auch der Körper. Okay? Und nach wird der Körper wieder unbeweglicher und man muss ihn wieder durch Yoga-Praxis beweglich machen. Also ist es dann so, man hat praktiziert, man ist auf einer bestimmten Ebene, man geht raus in die Gesellschaft, es stagniert wieder, die Beweglichkeit und die innere Energie. Man müsste dann wieder praktizieren, dann geht man wieder raus. Okay? Und wenn man selten praktiziert, fällt man weiter zurück und dann müsste man sich wieder anstrengen. Wenn man oft praktiziert, dann ist die Welle ein bisschen seichter und ihr habt ein bestimmtes Level und ihr kommt an diese unteren Level nicht mehr heran energetisch. Und das ist dann für euch wie ein Schwimmer zum Beispiel beim Angeln oder wie ein Ball, der im Wasser nicht untergehen kann. Je mehr und besser ihr positive Energie aufzubauen schafft, desto besser wird diese gute Energie euch durch das Leben treiben. Weil das Karma, mit dem ist da auch folgendes Beispiel zu erklären. In unserem Verdauungssystem sind tausende verschiedene Bakterien. Es sind gute Bakterien drin und es sind auch schlechte Bakterien drin. Es gibt bestimmte Bakterien, wenn sie überhand nehmen würden in unserem Körper, würden wir nach vielleicht ein paar Stunden sterben. Es ist aber dann so, dass sie durch die guten Bakterien im Zaum gehalten werden und es ist alles im Gleichgewicht. Okay? So ähnlich ist es mit dem Karma. Jeder von uns hat schwarzes, negatives Karma in sich, was er in sich trägt, in seinem Rucksack. Und jeder hat positives Karma drin, in seinem Rucksack. Und durch diese Energie, durch die Yoga-Praxis, schaffen wir für uns ein besseres Karma. Und das ist genauso wie bei den Bakterien. Das bessere Karma überwiegt und das schlechte, dunkle kann einfach nicht an die Oberfläche treten. Und das ist dann wie euer Selbstschutz. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen eure gute Energie einbüßen, wenn ihr vielleicht auf jemanden sauer werdet oder ihr eine unethische Tat begeht oder irgend sowas anstellt, was einfach nicht annehmbar ist, dann schrumpft oder verpufft eure positive Energie und dann kann euer schlechtes Karma viel schneller und öfter dann nach außen treten. Und ihr würdet oder könntet dann zum Beispiel in so eine Pechsträhne treten und dort so weit verweilen, bis ihr es schafft, entweder dieses negative Karma so abzubauen oder euch durch Praktiken wieder nach oben zu bringen. Dieses gute und schlechte Karma, mit dem ist es aber noch so, dass man sich reinigen kann, eben durch diese Askese. Und das heißt nicht, wenn ich jetzt nur positiv meinen Rettungskissen aufgebaut habe und niemals das schlechte Karma nach außen treten kann, dass es doch irgendwann nach außen tritt. Wenn man ständig praktiziert und fleißig praktiziert, ist es so, dass das schwarze Karma nach und nach gereinigt wird. Okay, eben durch diese Askese. Weil das dunkle Karma ist einfach so, es wird euch Leid bringen und das positive Karma, es wird euch Freude bringen. Und das ist lediglich der Unterschied. Obwohl für die Seele selber gibt es keinen Unterschied. Okay, da ist Plus und Minus das Gleiche. Das ist für die Seele ist alles Erfahrung. Was für euch gut ist und schlecht ist
und die bestimmte Emotionen spürt, ist für die Seele gleichwertig. Aber dadurch, dass ihr während der Praxis euch auch überwinden müsst, es ist nicht immer einfach, in einer Asana zu stehen und das über sich ergehen zu lassen. Auch das Mantra Om, wenn man jetzt denkt, man sitzt einfach und singt vor sich hin. Das ist auch nicht so einfach. Also, und das weiß jeder auch von euch, weil der Verstand ständig irgendwelche Streiche zu spielen versucht. Warum sitzt du da? Warum machst du das? Es gibt viel lustigere Sachen. Oder lass uns lieber in der Früh ausschlafen, bevor wir herausgehen und hier praktizieren. Also euer Verstand ist dabei, man kann so sagen, euer schlimmster Feind, wenn es um die Yoga-Praxis geht. Weil der wird euch hunderttausende bessere Möglichkeiten oder Ideen anbieten, als zu praktizieren. Okay, das ist eben auch diese Askese, diese Selbstüberwindung, die ihr zum einen verstehen müsst, zum anderen müsst ihr lernen, damit umzugehen und stärker zu sein. Wie man auf Deutsch gesagt hat, dieser innere Schweinehund, der ist bei jedem und überall vorhanden. Man muss einfach ihn bekämpfen, von Zeit zu Zeit. Gut, dann zum Bhakti Yoga weiter. Bhakti Yoga, Yoga des Dienstes. Erzähl mal, wo hast du das schon mal gehört oder was ist für dich Bhakti Yoga? Ich kenne es aus Patanjali. Ah, ja. Und also ich habe Bhakti aber so bei mir abgespeichert, ist die völlige, aber wirklich völlige Hingabe zu Gott. Und inwiefern gibt es da ein Beispiel oder gibt es da keine Beispiele? Weil manche sagen, man muss den Gott nur lobpreisen und singen und das ist schon Bhakti und mehr muss man nichts machen. Oder denkst du, das ist viel mehr? Bitte? Nur zum Beispiel. Aber du sagst, das ist viel mehr. Ja, es ist Gott in allen Sinnen. Also einfach die Liebe zu dem, ich schaue mir das Blatt an und sehe Gott darin. Genau. Okay. Andere Meinungen oder zusätzliche Meinungen, was das Bhakti Yoga ist? Das kann man natürlich vielfältig deuten, aber im Grunde hast du schon recht. Bhakti bedeutet dienen oder Hingabe. Okay, zur Erklärung selber, wie ich das verstehe, wie das manche anderen verstehen. Manche Menschen sind zum Beispiel körperlich mehr aktiv, sie sind vielleicht auch sportlich und sie sind weniger emotional. Sie würden zum Beispiel zum Gras oder zur Sonne auch keine Emotionen empfinden, sie würden das auch nicht verstehen, weil die eine ganz andere Emotionsebene haben, weil die einfach viel mehr auf entweder Logik oder auf körperlich sind. Und die würden eher mit dem Hatha-Yoga mehr zurechtkommen oder mit der Yoga der Analyse eher zurechtkommen. Menschen, die sehr gefühlsvoll sind, sage ich mal so, die sehr herzlich sind, die ihre Gefühle auch selber spüren und vielleicht auch die Gefühle von anderen Menschen spüren, sich gefühlsmäßig mit der Natur verbinden können, und das auch so verstehen und sehen, dass wir ein Teil vom Gott sind. Und als ein Teil sind wir ein Teil des Ganzen. Und wenn ich jetzt entweder mich jetzt zur Seite schiebe und nur diesem Ganzen diene, oder wenn ich mich als Teil des Ganzen auch wiederum dem Ganzen diene, mit der völligen Hingabe, heißt es auch, dass man bestimmte Vollkommenheit oder Einigung erreichen kann. Wie ich hier gesagt habe, das Yoga ist entweder die Zügel oder die Kontrolle des Verstandes, ist eine der Übersetzungen. Und die andere Übersetzung ist die Einigung. Oder die Einigung mit was? Es gibt sogar so ein Motivator oder Schaubild, wo aus dem Ozean 3, 4, 5 Tropfen herausspringen und ein Tropfen, der noch erst herausgesprungen ist, er sagt, ja, ich bin immer noch ein Teil des Ozeans, ich weiß noch, was der Ozean ist. Der schon weiter weg ist vom Ozean, der sagt, er hat es schon vergessen, sagt, ich weiß nicht, was der Ozean ist und das ist alles Blödsinn, ich bin hier ein Individuum und alles andere sehe ich nicht. Und der Dritte ist schon bereit, wieder mit dem Ozean zu verschmelzen. Also bei ihm ist schon die Lebensdauer vorbei und der andere, der schon im Ozean drin ist, der weiß nicht mehr, dass er ein Tropfen war und er weiß auch nicht, was ein Tropfen ist. Und so ähnlich ist es mit den Seelen. Es gibt so einen bestimmten, auch göttlichen Ozean, sagen wir mal so, den göttlichen Pool vom Bewusstsein. Und dieses göttliche Bewusstsein, dieser Pool, der kann bestimmte Teile von sich abspalten. So ähnlich, wie sich
Tropfen von einer Welle oder vom Ozean abspalten. So ähnlich kann sich ein Teil des Bewusstseins abspalten, was man dann Jivatma nennt. Und dieser Jivatma zieht sich verschiedene Körper und Hüllen an, um eben in dieser Welt ihre Erfahrungen zu sammeln, bestimmte Situationen durchzustehen. Und wenn die Jivatma diese Tropfen, diese Hüllen anzieht, also sind fünf Koshas, in der indischen Tradition oder in der indischen Beschreibung, in manchen anderen Kulturen und Beschreibungen sind es mehr Hüllen und Körper. Auf alle Fälle vergisst dieser Tropfen über sich selbst, wer er eigentlich ist, warum er da ist und lebt eigentlich sein Leben und denkt, er ist von allen anderen getrennt und versteht, hier ist mein Körper, hier ist ein anderer Körper, hier bin ich, hier sind die Bäume, hier ist die Erde. Aber im Grunde genommen ist alles aus diesen winzigen Tropfen aufgebaut. Und weil diese Tropfen über ein Bewusstsein verfügen, heißt es, das gleiche Bewusstsein, was in mir ist, vielleicht ist es ein bisschen wacher, ist das gleiche Bewusstsein, was auch die Wiese, das Gras, die Erde aufbaut, die Bäume und den Himmel. Okay? Und diese Trennung, ich und die Außenwelt, das ist eben auch nur eine Illusion, die dadurch entsteht, dadurch, dass dieser Tropfen sich diese Hülle anzieht. Und diese erste Hülle ist ja auch das Ego, sagen wir mal so. Und das Ego fängt dann an zu sehen, dass der andere nicht mehr das Gleiche ist wie ich, sondern in seiner Ego-Kapsel denkt er, das ist jemand anders als ich. Im Yoga Vasishtha wird das so beschrieben, dass Gott sich selbst nicht erkennen kann. Wenn ihr euch erkennen oder sehen wollt, braucht ihr auch zumindest einen Spiegel, dass ihr euch seht, oder braucht eine zweite Person, die euch beschreiben kann. Weil ich kann meine Augen nicht rausnehmen und mich selbst betrachten. So ähnlich kann man das verstehen. Und das eine Urindividuum oder der Urvater, den man als Gott bezeichnet, hat auch aus einem bestimmten Grund angefangen, sich zu teilen, damit er sich selber von der Seite betrachten kann. Und da diese Teilung nur in zwei noch nicht so vollkommen ist, hat er sich weiter und weiter und weiter geteilt, bis also das ganze Universum oder bis die ganze Schöpfung dann vorhanden ist und jeder kleine Tropfen seine eigene Erfahrung sammelt. Angezogen in einen festen Körper dann aus Fleisch und Blut. Ist die menschliche Welt. Natürlich gibt es auch andere Welten, viele verschiedene Schichten von der Götter-, Halbgötterwelt, unsere Welt, die Welt der Tiere, der Dämonen und die unteren Welten dann. Und das ist wie so ein Schichtkuchen sozusagen. Und diese göttlichen Tropfen oder die Jivatmas können tiefer in diesen Kuchen hinabsinken aus bestimmten Gründen. Vielleicht brauchen sie diese Erfahrung oder sie haben einfach nur so gelebt, dass sie nach unten abdriften, sammeln dort ihre Erfahrungen und können auch dann nach oben wieder reinkarnieren, was man Evolution bezeichnet. Und letztendlich wird dieser Kuchen früher oder später zusammenfallen, in sich fallen. Diese ganzen Körper und Hüllen werden ausgelöscht, also die Materie wird ausgelöscht und es wird wieder ein einzelner Punkt geben, ein einzelnes Bewusstsein, was sich selber jetzt irgendwie im Universum findet, okay? Ohne diese Teilung. In der modernen Physik wird das als Urknall bezeichnet, weil die beschreiben das genauso dass, oder so ähnlich, dass das Universum früher am Anfang als ein Punkt oder irgendwie zusammengeballte Energie auf einen Punkt gewesen ist und aus irgendeinem bestimmten Grund gab es dann sowas wie eine Explosion, eine Ausdehnung. Und da, so wurde das Universum geschaffen. Vielleicht geben die keine Erklärung, warum das Universum geschaffen wurde überhaupt. Die Erklärung aus den vedischen, aus den Yoga-Schriften ist folgende, um einfach Erfahrung über sich selbst zu sammeln. Das ist so, als ob aus einem Punkt dann Arme, Hände und Beine wachsen und Gott sich dadurch selber abtastet und selber über sich mehr erfährt. Und eben dadurch, dass er für jeden von uns, eigentlich ist es für uns so besser zu verstehen, für jeden von uns eine eigene Realität schafft und seine eigenen Erfahrungen sammeln lässt, hat er dann letztendlich, wenn es zu Pralaya, also Pralaya ist das Zusammenfallen des Universums, wenn es dann zum Schluss oder zum Ende geht, hat er dann maximal viel Erfahrung gesammelt aus maximal vielen Blickwinkeln, okay? Auf seine eigene Schöpfung und beziehungsweise auf sich selbst. Weil wenn du das sagst, ich bin sowieso eins mit dem Gras, dann gucke ich mich, wenn ich das Gras anschaue oder betrachte ich mich.
Wenn ich andere Menschen betrachte, betrachte ich auch mich selber, aber in anderen Körpern. Deshalb ist es im Russischen immer noch so, dass das Wort Freund bedeutet Друг und das Wort Anderer bedeutet Другой. Also es ist dasselbe Wort zum Anderen und zum Freund. Und Другой ist es auch das andere Ich oder der andere Ich, sagt man so zum anderen Menschen. Okay, aber zum Bhakti jetzt letztendlich zurückgekehrt. Bei manchen Menschen ist eben diese Emotionalebene so ausgeprägt, dass er in seine Gefühlswelt sehr gut sich mit dem Gott verbinden kann oder sich sehr gut einigen kann und sein Leben so sich einstellt, dass er in der Früh aufwacht und sagt, es soll dein Wille geschehen und nicht meiner, so ähnlich. Okay? Und versucht, nach seinem göttlichen Plan zu leben, beziehungsweise jede Sekunde seines verlebten Lebens ihm zu widmen. Gerade wegen dieser gesamtheitlichen Erfahrung. Also dieser Mensch spürt und versteht dann, dass er nicht unbedingt nur für sich lebt, sondern dass er für das ganze Universum da ist und dass er für das ganze Universum lebt und dass seine eigene Erfahrung, sei sie gut oder schlecht, für das ganze Universum etwas auch nutzt. Also sie bringt zu der gesamten Erfahrung des Universums etwas Individuelles bei. Und so dann auch jeder einzelne andere Mensch. Andere Deutungen, wie das Valentina schon angesprochen hat, wie das die Krishnaiten machen, die legen das so aus, dass man die göttliche Einigung erreichen kann, wenn man bestimmte Mantren, Lieder singt, tanzt und ständig fröhlich ist. Das mag auch eine Erfahrung sein, das mag sie wohin führen, aber ich denke, das ist nicht alles, weil in dieser Richtung, Glaubensrichtung, ist es so, dass sie einen bestimmten Aspekt oder eine bestimmte personifizierte Energie vom Gott oder was sie als Gott bezeichnen, anbeten und denken, das ist das Ein und Alles ist. Aber im Grunde genommen und meinem Verständnis nach ist Gott nicht nur Krishna, sondern wir haben jetzt gerade auch darüber gesprochen, Gott ist alles. Also müsste ich dieser Logik nach auch zum Gras Mantren singen, zum Bäumen Mantren singen, zur Sonne und überall. Wichtig ist aber dann zu verstehen in diesem Fall, dass der Gott auch in mir drin ist und es reicht auch, wenn ich den Gott, wenn man ihn schon preisen möchte, ihm Lieder singen und Mantren singen, wenn man das dem eigenen Gott in sich selber drin macht. Aber nicht in egoistischer Weise und Form, sondern eben mit diesem Verständnis, dass es nur ein kleiner Tropfen davon ist und dass ich diesen Tropfen ehre und halt auch deshalb lebe, weil er da ist und deshalb lebe, um ihn, wie soll ich sagen, möglichst gut, ihm es möglichst gut gehen zu lassen, ihn evolutionieren zu lassen. Okay, ungefähr so ist es dann zu denken und zu verstehen. Wenn man jetzt die christliche Tradition betrachtet, sagt man doch, der Körper ist der Tempel für die Seele. Man muss also die Seele pflegen, die da drin wohnt, und man muss den Tempel pflegen. Okay? Also das Körperliche muss man nicht vernachlässigen, also den Körper gut und reinhalten, den Körper auch jetzt nicht zu viel Freude, nicht zu viel, wie soll ich sagen, nicht zu viel Vergnügen, sondern in einer gesunden Denkweise an das herantreten, dass der Körper gesund, gut funktionsfähig bleibt und dabei auch, dass es der Seele im Körper gut geht. Also, dass man bestimmte geistigen Sachen auch auslebt, dass man bestimmte geistigen Sachen auch praktiziert, dass die Seele groß wird. Also ich denke, das ist meine persönliche Meinung, man könnte irgendjemand dem da oben singen, den ich noch nie gesehen habe, von dem ich gar nicht weiß, ob der existiert, oder ich diene und lebe eben für mein Inneres, für meine innere göttliche Welt und für die innere göttliche Welt in jedem Menschen um mich herum. Okay? Richtung der göttlichen Welt, in der Natur, im Baum, in der Sonne und überall. Okay? Weil das sehe ich, das kann ich fühlen, aber irgendwelchen anderen Theorien, die ich selber nicht nachvollziehen kann, weil ich habe Krishna nicht gesehen, ich habe Brahma nicht gesehen, ich habe alle anderen Götter nicht gesehen, aber ich habe mich gesehen, ich sehe mich, ich kenne andere Leute
Und zumindest dieses Verständnis kann man schon erspüren, dass das Göttliche trotzdem überall und in jedem ist. Okay, das ist so ein bisschen eine andere Herangehensweise an das Bhakti-Yoga. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die jetzt früher gelebt haben. Vor 100 Jahren gab es einen Ramakrishna, hieß der, 120 Jahre. Und der war so aufopferungsvoll und so viel Hingabe hat er gehabt, dass wenn er die Göttin Kali, also die hat er angebetet, wenn er die Göttin Kali in einem Tempel gesehen hat, ist er sofort in Ekstase verfallen. Und man musste ihn oft an der Hand rausführen wie einen Betrunkenen, weil er in diesem Ekstasezustand sich ständig befunden hat. Also im Samadhi sozusagen, was man im Yoga als Samadhi bezeichnet. Man könnte, oder ein außenstehender Mensch, der von Yoga nichts versteht, würde sagen, dass dieser Mensch entweder geisteskrank ist oder betrunken ist oder mit ihm noch irgendwas ist. Auf alle Fälle war er ganz normal und ist bloß mit seinem Bewusstsein, das ist durch einen bestimmten Energiekanal, den er nach oben, also vielleicht ist es schon mit diesem Kanal gekommen. Manche erarbeiten sich diese Energiekanäle nach oben zur geistlichen Welt durch die Praktiken. Auf alle Fälle war sein Energiekanal so stark, dass er nur durch kleine Bemühungen diese Verbindung erreicht hat, dieses Samadhi erreicht hat. Man kann das mit einer Euphorie, mit einem Orgasmus vergleichen. Weil der Orgasmus, den der Mensch während des Koitus oder während des Geschlechtsverkehrs spürt, ist ungefähr die gleiche Energie und das gleiche Gefühl, wie der Gott bei der Schöpfung spürt. Nur ist es so, dass das bei uns etwas, körperlicher ist und das Samadhi ist eben dieser geistliche Orgasmus auf höheren Chakren, auf höheren Ebenen. Deshalb ist es bei ihm so gewesen, beim Ramakrishna, dass er in dieser Euphorie, in dieser Trance ständig in diesem göttlichen, damit ihr das versteht, Orgasmus, muss ich mich so ausdrücken, in diesem göttlichen Orgasmus sich befunden hat. Es sind nicht die unteren Chakren, die wo mit Energie voll sind und dann bestimmt, auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten, sondern nur die oberen Chakren. Okay, das hat jetzt nichts mit unserem normalen Sexleben zu tun. Das ist jetzt die spirituelle Welt, die spirituelle Ebene. Eben durch das Bhakti, durch die aufopferungsvolle Hingabe. Also man vergisst dabei sich selbst und denkt nur an sein Objekt der Verehrung. In seinem Fall war es die Göttin Kali. Zu den Göttern und zu den Gottheiten-Abbildungen müsste man das so sagen, es sind verschiedene Energien von einem großen Ganzen. Also durch bestimmte Meditationspraktiken baut jeder, wie ich schon sagte, seinen eigenen Kanal nach oben auf. Und wenn er dann das Samadhi erreicht, hört er zum einen jeder einen verschiedenen Ton. Manche hören das Om, manche hören etwas anderes und manche wiederum in anderen Kulturen hören vielleicht einen anderen Ton. Deshalb nennt jeder den Gott etwas anderes. Manche nennen ihn Allah, manche nennen ihn sonst noch wie, manche Elohim, manche dann mit vielen verschiedenen Namen. Das ist nur die Energie, die dann auf den Menschen transferiert wird oder runterkommt. Und das, was aus seinem Mund herauskommt, das ist wieder umgesetzt. Das ist halt die dechiffrierte Energie in Wort und Sprache umgesetzt, damit er das anderen erklären kann. Genauso ist es mit Bildern. Vielleicht malen manche Engel, manche malen andere Gottheiten. Es sind dann auch bestimmte Energien, die auf den Menschen einwirken. Und der Mensch kann diese Energie einfach nicht beschreiben, wie sie ist. Er kann sie nur irgendwie malen und dieser Energie ein bestimmtes Bild geben. Und dann entstehen viele verschiedene Bilder von Gottheiten, viele verschiedene Namen von Gottheiten. Aber im Grunde genommen ist es andere Energie, bloß durch einen anderen Kanal transferiert und umgesetzt in Realität. Deshalb hat Ramakrishna folgendermaßen ist er vorgegangen. Durch seine indische Kultur und Religion hat er diese Askese und Samadhi erreicht, diese Einigung mit Gott. Dann ist zu ihm nach Indien, sind ja christliche Missionare gewesen. Ist ein christlicher Missionar gewesen und er hat sich dann für einige Zeit nur für das Christentum interessiert und hat dann seinen indischen Glauben für eine Zeit abgestreift. Er ist nicht mehr in den indischen Tempel gegangen, hat nicht mehr zu Göttin Kali gebetet, sondern nur über die Bibel an Jesus gewendet
und sich diesen Praktiken, also den christlichen Praktiken gewendet. Und er hat genauso wie über den Hinduismus, hat er über das Christentum genau solche Höhen erreicht, genau solche Zustände erreicht, hat nur einen anderen, sage ich mal, Kanal benutzt. Und dann ist er wieder zu seiner hinduistischen Religion zurückgekehrt. Einige Zeit später hat er auf einen Moslem getroffen, weil in Indien ja auch viele Moslem sind, so aus Pakistan, aus anderen Ländern. Und dann hat er sich vorgenommen, auch über den Egregor des Islam das Gleiche zu erreichen, wie er über die anderen Egregoren erreicht hat. Und darum hat er dann nochmal seinen indischen Glauben abgestreift, ist auch wieder nicht in den Tempel gegangen, sondern mit diesen Moslem-Gelehrten oder mit diesem Islam-Gelehrten hat er ständig Gespräche geführt. Und nach einiger Zeit hat er durch den Islam die gleiche Ebene oder den gleichen Austritt nach oben, das gleiche Samadhi erreicht, wie durch den hinduistischen und den christlichen Glauben. Also für jeden Menschen wird ein anderer Weg richtig sein, ein anderer Weg machbar sein. Und es gibt nicht einen Weg oder den gleichen Weg für andere. Deshalb gibt es verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen und also verschiedene Wege, diese Einigung zu erreichen. Aber trotzdem ist die Einigung letztendlich dieselbe, wenn sie dann stattfindet. Okay? Egal über welchen Weg ihr geht, das Ziel ist sowieso immer das gleiche. Die Vereinigung dieses Tropfens mit dem Ozean. Okay? Einfach jetzt so ausgedruckt. Okay, zum Bhakti Yoga. Habt ihr da noch speziell Fragen von euch oder Anmerkungen oder Meinungsverschiedenheiten? Also im Grunde nochmal aufopferungsvolle, hingabevolle Hinwendung zum Göttlichen. Wo und in was ihr das Göttliche seht, das ist wiederum dann euch überlassen. Es gab sogar eine Sekte in Sibirien, die haben sich ein Loch in das Dach reingeschnitten und haben das Loch, das Nichts angebetet. Und die haben auch so ihre Kontakte und ihre Kanäle aufgebaut und auch so ihre geistliche Höhe und spirituelle Höhe erreicht. Okay? Es geht auf verschiedene Wege, wie ich schon sagte. Okay, das Karma Yoga. Okay, nächstes Kapitel. Zum Karma Yoga gibt es folgende Geschichte zu erzählen, die ich immer wieder gerne selber erzähle. Dort ist das Karma Yoga sehr gut nachvollziehbar, dieses Prinzip. Die Geschichte beginnt folgendermaßen, dass ein Praktiker jahrelang unter einem Baum sitzt und praktiziert und sich sein großes Energiepotenzial aufbaut und denkt, dass er jetzt so ein super guter und cooler Asket ist. Und da ist über ihn entlang ein Vogel vorbeigeflogen und hat etwas auf ihn fallen lassen. Und weil er schon ziemlich viel Tapas angesammelt hat, ziemlich viel Energie angesammelt hat, hat schon ein ernster, zorniger Blick den Vogel verbrannt. Aber weil dieser zornige Blick und diese starke, wütende Emotion sehr viel Energie verbrennt, das ist so, als ob man das ganze Potenzial auf einmal rausschwappt, musste er seine Meditationen und Praktiken von neu anfangen. Aber vorher, weil ihm das sehr viel Energie gekostet hat, musste er was zum Essen holen. So ist er aufgestanden von seinem Baum und ist in die Stadt gegangen und früher zu der vedischen Kultur, wie man sie sagt, oder zu anderen Zeiten, waren diese Asketen oder Yogis überall gerne willkommen. Man hat ihnen zum Essen gegeben. Das war wie ein Segen für eine Familie, wenn sie sich um so eine Person kümmern konnten. Dann ist er halt an eine Haustür herangetreten, hat geklopft und es hat ihm nicht gleich jemand aufgemacht. Und dann hat er sich schon etwas gewundert, warum man ihm nicht gleich die nötige Ehre erweist. Er hat dann an der Tür gewartet, bis ihm die Hausfrau aufgemacht hat. Und dann hat er sie so angeguckt, vielleicht auch schon ein bisschen zornig. Und die Frau antwortet ihm darauf: Du brauchst mich nicht so wütend angucken wie diesen Storch da im Wald. Mich wirst du schon nicht mehr verbrennen können. Und dann hat er sich gewundert, woher die Frau das weiß, dass sie, was sie im Wald gemacht hat, was ihm dort passiert ist. Hat sie darauf dann angesprochen. Sie hat gesagt, oder er fragt sie: Wie hast du diese Vollkommenheit erreicht? Und sie hat zu ihm gesagt: Ich erfülle nur meine ehelichen Pflichten. Nichts mehr. Also ich erfülle mein Dharma. Schreiben wir hier auch auf. Und die Frau hat gesagt, mein Dharma ist es, meinen Mann zu pflegen, weil er gerade krank ist. Deshalb musste ich mich zuerst um ihn kümmern und erst dann kann ich mich um dich kümmern. Hat ihm dann was zum Essen gegeben.
hat ihm dann aber auch gesagt, es ist noch nicht alles. Es gibt einen, dem Schlachters arbeitet, ein paar Straßen weiter, der hat noch mehr Vollkommenheit erreicht sogar als ich. Und dann hat sich dieser Asket gewundert, wie ein Schlechter oder Metzger Vollkommenheit erreichen kann, obwohl er ständig so Tierleiber schlachtet und auseinanderlegt. Und da hat er sich dann auf den Weg gemacht, zu ihm, um mit ihm zu sprechen, wie das überhaupt zustande kommen kann. Weil er hat sich ja für so großartig und so weit entwickelt erachtet. Dann ist er halt bei diesem Metzger gewesen und hat ihn gefragt, hast du wirklich diese Vollkommenheit erreicht und wie ist das passiert? Was praktizierst du eigentlich? Und der hat ihm auch gesagt, ich praktiziere eigentlich nichts, ich lebe nur nach meinem Dharma. Und das Leben allein nach dem Dharma schafft auch diese Evolution und schafft nach und nach auch diese Einigung. Und das Dharma dieses Metzgers, er hat dann seine Lebensgeschichte erklärt, hat gesagt, ich bin in einer Kaste von Fleischern geboren. Mein Opa war Fleischer, mein Vater war Fleischer und bei uns ist das so in der Kaste, wenn ein Sohn geboren wird, muss er das Gleiche machen wie der Vater. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als das Geschäft meines Vaters zu übernehmen und auch Tiere zu schlachten. Und weil ich auch Kinder habe und weil ich auch eine Familie und eine Frau habe und sie ernähren muss, arbeite ich als Metzger und schlachte diese Tiere. Und nur weil dieser Mensch aus seinem Rahmen nicht herauskommen kann, weil sein Karma es auch ist, in dieser Kaste geboren zu werden, weil sein Karma es auch ist, diese Tiere zu schlachten und nur so für seine Familie Geld zu verdienen, hat er trotzdem die Vollkommenheit erreicht, weil er nach seinem Karma lebt und sein Dharma auslebt. Das Dharma, das Wort bedeutet, dass man seine vorgeschriebenen Pflichten erfüllt. Heutzutage ist das alles ein bisschen untergegangen, weil wir in einer anderen Kultur leben, weil wir nach Gesetzes leben, nach Paragraphen und uns daran halten müssen. Früher gab es bestimmte Bücher, Schriften, spirituelle Gesetze, nach denen man gelebt hat. Sie waren schon vergleichbar mit dem heutigen Gesetz, waren aber mehr an das Geistliche, an das Spirituelle gehalten, an das ethische Leben näher gehalten, als wie die Gesetze heute. Und so hatte jeder seine vorgeschriebenen Pflichten. Zum Beispiel die Frau hatte ihre vorgeschriebenen Pflichten, der Mann hatte seine vorgeschriebenen Pflichten. Die Kinder hatten ihre vorgeschriebenen Pflichten, zum Beispiel in einer Schule zu besuchen, sich ausbilden zu lassen. Ein erwachsener Mensch hatte die vorgeschriebene Pflicht, eine Familie zu gründen, Kinder zu erziehen. Später waren die Pflichten eines Menschen dann, das Haus zu verlassen, sein Haushalt, sein Geschäft an die Kinder abzugeben, wenn man 50 Jahre ungefähr alt war, und sich der eigenen Praxis zu wenden. Man hat sich dann die letzten Lebensjahre mit sich selbst beschäftigt, also Yoga praktiziert, ist in ein Ashram gegangen, um sich für das nächste Leben vorzubereiten. Sogar Könige, die einen ganzen Staat und sehr viel Geld haben und eine sehr gute Rente hatten, sozusagen jetzt Rente mit unseren modernen Ausdrücken, haben sie trotzdem ihr ganzes Königreich abgegeben, ihre teure Kleidung, ihre gute Nahrung und alles, ihre Sklaven in die Hände von dem Nachfolger und sind dann als Asketen in den Wald gezogen. Aber den Wald muss man so verstehen, nicht so wie heute, sondern es war eingerichtet eben für die eigene Yoga-Praxis. Man konnte dort leben, dort gab es Gurus oder Brahmanen, Yoga-Lehrer, die dann den Menschen geholfen haben, ihre eigenen Begierden zu bewältigen. Weil es heißt, wenn ihr im Laufe des Lebens bestimmte Tendenzen aufsammelt, wenn ihr bestimmte Gewohnheiten habt, ziehen euch diese Gewohnheiten in eine bestimmte Welt, wenn ihr reinkarniert, oder begrenzen diese Gewohnheiten eure Reinkarnation. Also um positiv oder positiver, besser zu reinkarnieren in bessere Situationen, in bessere Familien, müsstet ihr euch, wenn ihr, ich nenne es nicht den Tod, sondern wenn ihr diese Transformation dann erreicht oder diesen Transformationspunkt, wo ihr aus diesem Körper geht und einen nächsten Körper bekommt, müsstet ihr eure Energie dafür vorbereiten. Weil ihr habt gestern über die Chakren gesprochen. Hat Nikita das auch angesprochen, wohin man über welche Chakra reinkarniert? In welche Welt? Hat er das gestern angesprochen oder nicht? Hat angesprochen, okay?
Und je nachdem, auf welche Chakra ihr die meisten Begierden habt und die meisten Anhänglichkeit, sage ich mal so, wo ihr die meiste Energie verliert, da wird eure Seele oder eure Jivatma auch hineingezogen, wie in einen Strudel. Durch das schwere Energiepotenzial, was jetzt man in der christlichen Kultur Sünde bezeichnet, wenn der Mensch zu viel von dieser Energie hat und die Seele zu sehr damit belastet ist, wird es die Seele natürlich nach unten ziehen. Zum einen sind es seine eigenen Gedanken, die für ihn diesen Weg nach unten ordnen. Zum anderen gibt es auch andere Kräfte und Energien, die diese Seele fast besitzen, sage ich mal so, oder das Recht haben, mit dieser Seele zu manipulieren. Das ist auch ein ernsthaftes Thema. Zum Beispiel, ihr habt eine Begierde oder eine Leidenschaft, eine Sucht, das ist ungefähr dasselbe. Wenn ihr ständig diese Sucht auslebt, heißt es, ihr habt ein bestimmtes Mittel genommen, euch geht es für einige Zeit gut, ihr erlebt eine bestimmte Euphorie, aber diese Euphorie wird euch oft als Kredit gegeben, okay? Weil ihr habt eine bestimmte Stimulanz genommen, wenn man es als Drogen bezeichnet, ihr habt diese Euphorie nicht selber ausgelöst, sie ist euch nicht zuteil, also die gehört nicht euch. Ihr habt diesen Stoff genommen oder ihr nehmt es dann das zu euch, es löst bestimmte Empfindungen aus. Und anhand dessen habt ihr dann bestimmte Schulden energetisch irgendwo aufgebaut. Okay? Normalerweise müsste der Mensch Euphorie erleben, wann? Zum Beispiel, wenn er Freude empfindet, wenn er anderen hilft, wenn er sich einfach glücklich fühlt in dem Hier und Jetzt. Wenn er das künstlich auslöst durch Drogen und Alkohol, muss er dann diese Schulden zurückzahlen. Für das Zurückzahlen der Schulden, wie es in unserer heutigen Welt so Inkassobüros gibt und so Geldeintreiber, was weiß ich, gibt es energetisch, auf der energetischen Ebene, ich sag mal Dämonen dazu, vielleicht gibt es auch andere Begriffe dazu, die dann auch danach schauen, dass jeder seine Schulden gut und richtig abbezahlt. Und danach wird so ein Mensch, der sich dieses Vergnügen künstlich geschaffen hat ständig, muss er diese Schulden abbezahlen. Und diese Dämonen, sage ich mal so, ziehen dann diesen Menschen runter, damit er dort, ich sag das mal so, wie in einem Zeichentrickfilm, damit man das besser versteht, er muss dann dort seine Schulden abarbeiten. Er muss dann vielleicht irgendwelche Karren schieben, wird ausgepeitscht und auf Nägeln irgendwie mit Nägelkeulen geschlagen und alles Mögliche. Das ist für uns, damit wir das verstehen. Anders gesagt, die Seele muss dann bestimmte Leiden erfahren. Diese Leiden dienen zum Ausgleich dieser Euphorie und diesen Glückszustände, die er sich künstlich auslöst, damit alles wieder im Gleichgewicht ist im Universum. Weil ein Mensch und eine Seele kann nicht ständig nur Glück empfinden und Euphorie und sich nur freuen, weil dann das geht nicht, das würde alles nur in eine Richtung laufen. Da im Universum aber alles im Gleichgewicht sein muss, muss der Mensch genauso viel Leid empfinden, wie er Glück empfindet. Das müsst ihr auch verstehen. Deshalb es gibt dann zwei Wege. Entweder man leidet, also bewusst, zum Beispiel auf der Matte, durch Yoga-Praktiken übersteht man bestimmte Askesen und man weiß, man kann dann diese Euphorie aufarbeiten. Aber klüger wäre es noch, diese guten Zustände, die man sich dann so erarbeitet hat, in die eigene Entwicklung zu stecken, also sich noch weiter zu bilden, sich weiter zu evolutionieren. Natürlich kann man durch das Yoga, wenn man sich die Energie aufbaut, diese Energie sofort in eine Bar rennen oder sonst wohin rennen, und dann wird das Glück empfinden nur noch verstärkt durch das Yoga. Aber das wird der falsche Weg dann dadurch. Der andere Weg ist, dass man sich komplett abschottet, dass man die ganzen Glücksmomente, die ganzen Glückssachen auch bewusst nicht erlebt, um hinterher dieses Leid auch nicht zu erleben. Man lebt praktisch neutral und bindet sich an nichts. Also das ist dann der vollkommen sich kontrollierende Brahmane, sage ich mal so. Der schaltet seine Emotionen und Gefühle nur da ein, wenn er das braucht, um bestimmte Zwecke zu erreichen. Und er kann sich vollkommen und auf allen Chakren kontrollieren.
Es gibt noch so einen Begriff, das heißt Vairagya. Ist auch ein ganz wichtiger Begriff in Yoga. Ist ein G. Vairagya. Raga bedeutet hingezogen fühlen oder das Hinziehen, eine Anhänglichkeit. Vairagya ist das Gegenteil, dass man sich an nichts klammert, dass man an nichts festklebt, auch nicht an die guten Sachen. Wenn eine Seele etwas Gutes erlebt, Glücksmomente, möchte sie das wiederholen. Das ist schon wieder eine Bindung, eine Festklammerung an irgendwas. Wenn eine Seele was Schlechtes erlebt, möchte sie das nicht wieder wiederholen, also das Leid. Und das ist auch schon wieder ein Festklammern an irgendwas. Das ist auch wieder eine Anhänglichkeit, auch das Negative, auch das Abstoßende und das Eklige, was man empfindet, ist auch wieder eine Anhänglichkeit im Grunde genommen. Das sind nur zwei Seiten einer Medaille. Und ein Brahmane oder ein Yoga-Praktiker, der sich vollkommen von allem gelöst hat, für ihn ist es gleich, ob er Glück empfindet oder Leid empfindet. Ob ihm etwas gefällt oder nicht gefällt, er betrachtet das alles so gleichmäßig und auf irgendeine Weise auch gleichgültig. Ihr seht und versteht selber, dass es bestimmte Grenzen existieren, über die ihr nicht herausgehen könnt. Ihr lebt in einem Staat mit bestimmten Gesetzen, ihr habt bestimmte Verpflichtungen, ihr müsst Steuern bezahlen, ihr müsst in die Schule gehen, ihr müsst in die Arbeit gehen. Also keiner von uns ist tatsächlich so frei. Man muss verstehen, wenn es nach dem Karma-Gesetz geht, nach der Karma-Theorie geht, haben wir uns das im Grunde auch selbst zuzuschreiben, dass wir in so einer Situation uns befinden. Andererseits ist es so, wenn wir uns in dieser Situation befinden, ist es für uns auch nur zum Guten. Egal welches Leid oder welche Freude wir empfinden, wir können daraus Erfahrungen ziehen. Und gerade um die Erfahrung geht es, die die Seele hinterher ansammelt. Wie ich schon sagte, für die Seele ist es egal, ob es euch weh tut oder ob es euch gut tut. Es ist für sie eine Erfahrung. Und je mehr Erfahrung die Seele hat, desto höher ist ihre Evolution und desto weiter entwickelt sie sich. Weil wenn wir wieder die feinstofflichen Körper betrachten, ist es so, dass ein Erleuchteter oder ein Heiliger um sich herum ein größeres Leuchten hat, einfach um den Kopf, was man als Heiligenschein aufmalt. Das ist der Erfahrungsschatz, den man vom Leben zu Leben sammelt, was man als das Intellekt bezeichnet, als Vijnanamaya Kosha. Vijnanamaya Kosha ist auch eine der Körperhüllen. Gestern bei den Chakren habt ihr das nicht durchgesprochen. Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha und sowas an die Körper und Hüllen. Das machen wir noch auch schnell. Jetzt gerade müssen wir einfügen für die allgemeine Verständnis. Weil die Chakren, das ist nur ein kleiner Bereich unseres Energiefeldes. Wir haben von diesen Tropfen gesprochen. Diese Tropfen, den nennt man Jivatma. Oder Jiva auf Sanskrit. Jiva bedeutet lebendig und Atma oder Atom bedeutet das kleinste Teilchen, beziehungsweise es gibt das Wort Atma, das ist der Geist. Also das Teilchen ist so klein, so die Wortdeutung von mir jetzt gerade. Je feiner man in die Materie geht, zum Schluss letztendlich ist alles Licht und zum Schluss noch weiter, wenn man das aufteilt, ist alles Bewusstsein. Also ist das Jivatma das kleinste Teilchen, was überhaupt existieren kann, was mit einem Bewusstsein oder was eigentlich auch Bewusstsein ausmacht und zugleich lebendig ist. Und dieses Jivatma ist der Wassertropfen dieses Urozeans. Und um aber Erfahrungen zu sammeln, weil das hat keine Augen, keine Hände und keine Füße, das Jivatma, es muss sich aber irgendwie in dieser materiellen Welt, was eigentlich auch eine Illusion ist, weiter bewegen, muss es Körper und Hüllen anziehen. Wir fangen jetzt bei der Äußersten. Man kann sich so vorstellen wie eine Zwiebel oder die russische Matrioschka, wo eine Puppe in die andere gesteckt ist. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Und der feste physische Körper heißt Anamaya Kosha. Also Anamaya Kosha, der Körper, der aus Nahrung aufgebaut wird. Also das Prinzip, du bist, was du isst. Okay, dieser feste Körper aus der aufgegessenen Nahrung. Dann
etwas feinstofflicher, das Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha. Also das ist der Prana-Körper, der Energiekörper. Der auch oder auf dem auch die einzelnen Chakren sind. Also gestern habt ihr überwiegend über das Pranamaya Kosha gesprochen. Wenn dieser Körper bestimmte Reize empfinden kann, den die fünf Sinnesorgane aufnehmen, also Tastsinn, Geruch, das Sehen, das Hören, über die Anamaya Kosha verbunden teilweise mit der Pranamaya Kosha, spielen sich die ganzen Emotionen, es sind schon eine andere Ebene als die fünf Sinnesorgane, spielen sich alle Emotionen schon im Pranamaya Kosha ab. Danach haben wir die nächste Stufe, das ist die Manomaya Kosha. Kosha bedeutet Hülle. Die Manomaya Kosha, das ist der Körper des Verstandes. Also das Gehirn, sagen so die Physiker und die allgemeine Schulmedizin, baut auch um sich ein bestimmtes Energiefeld auf oder so ähnlich wie ein Magnetfeld wird aufgebaut. Andersrum im Yoga ist es so, dass das Magnetfeld des Manas oder des Verstandes schon existiert und das Magnetfeld des Manas, die Energie, baut die Materie letztendlich auf. Okay? Und jeder von uns ist der Träger dieses Manomaya Koshas auch. Man sagt, es ist kleiner als der Schädel, also es ist im Inneren des Schädels eine Energieeinheit, so eine Energiekugel, okay? Aber keine feste, die man jetzt mit physischen Geräten irgendwie ermitteln kann. Es ist einfach der Sitz unseres Verstandes. Eine übergeordnete feinstoffliche Hülle ist dann die Vijnana Maya Kosha, von der ich angesprochen habe. Das Wort Maya, wer weiß, was das bedeutet? Man hört das ziemlich oft überall. Die Täuschung. Täuschung, Illusion. Also sind diese Körper alle illusorisch und täuschend. Der einzige feste und wirkliche Körper ist die Jivatma, der tatsächlich existiert und unendlich und zerstörbar ist und eigentlich wir selber sind. Ja? Maya, weil das ist hier in jedem vorhanden. Anamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya. Vijnanamaya Kosha ist unser Intellekt, beziehungsweise muss man das so verstehen, wenn man jetzt irgendwas erlebt und der Verstand bekommt bestimmte Reize, ist es Vijnanamaya Kosha, diese Ebene oder Basis, die dann Rückschlüsse zieht, was gut oder was schlecht ist. Man kann sozusagen, das ist mit der Vernunft zu vergleichen. Wenn der Mann ständig irgendwelche Reize haben möchte, ständig Vergnügen haben möchte und eher den ganzen Körper und das Wesen irgendwo hinzieht, nach links, sagt das Vijnanamaya Kosha, stopp, beim letzten Mal hattest du doch dann vielleicht einen schlechten Tag danach oder warst krank danach, nach dem Vergnügen oder es hat dir viel Geld und viel Energie gekostet, auch wenn das sehr schön ist für dich, sagt das Vijnanamaya Kosha, wir gehen doch nach rechts. Okay, so die Vernunft. Und diese Körper werden dann nach und nach, wie ich schon sagte, aufgebaut. Und je weiter das Vijnanamaya Kosha entwickelt ist, es heißt, es ist dann ein Energiefeld schon um den Kopf herum. Das ist eben dieser heilige Schein, was man im Christentum, im Buddhismus, vielleicht in anderen Religionen auch sieht oder auf Bildern malt. Und Menschen, die ein feinstoffliches Sehen haben oder so extra Sinne haben, Siddhis haben, die können direkt diese feinstofflichen Körper sehen und die sehen dann, welcher Mensch vor mir ist, ein Heiliger, ein Geistiger oder so ein Durchschnittsmensch oder ein Unmensch sozusagen, irgendwie ein Energievampir, der gar keine eigenen festen Körper hat, sondern nur von Energie von anderen lebt oder keine eigenen feinstofflichen Körper hat oder die sehr, sehr degradiert sind und schwach entwickelt sind. Und dann haben wir noch, schreibe ich, hier, Vijnanamaya Kosha, denke ich, ist verständlich dann. Weiter übergeordnet ist Anandamaya Kosha.
viele haben den Beinamen Ananda, also Shivananda, Satyananda und sowas, die ganzen Gurus und Praktiker. Ananda bedeutet einfach Glückseligkeit auf Deutsch. Ananda Maya Kosha ist Körper der Glückseligkeit, der die Jivatma umhüllt. Bedeutet, wenn man jetzt durch Meditationspraktiken kann man sein Bewusstsein von einem Trigger auf den anderen versetzen. Das ist das Bewusstseinssprung. Wenn man in diesem Körper ist, Mano Maya Kosha, Vijnana Maya Kosha, wenn das es heißt, so nach Patanjali ist es so, kann man dann andere Welten besuchen, dann ist es die richtige Meditation. Solange das Bewusstsein hier an diesem Körper festgehalten ist, im Hier und Jetzt bleibt, kann man sich alles Mögliche ausdenken, aber im Grunde genommen ist es keine Meditation, sondern Visualisation, Konzentration und alles andere. Wenn man es dann schafft, sein Bewusstsein hier auf die Anandamaya Kosha zu versetzen, dann empfindet man die Glückseligkeit und die Einigkeit mit allem um sich herum, die Einigkeit mit Gott. Und letztendlich kann man dann auch diese Hülle abstreifen oder abwerfen und ist dann wieder der Ozean. Dann empfindet man sich selbst nicht mehr als Individuum, sondern es gibt dann keinen Unterschied zwischen mir und Gott, sondern ich bin auch Gott und Gott ist ich und alles ist eins sozusagen. Alles, was Gott empfindet, empfindet dann dieser Tropfen und alles und dieser Tropfen empfindet auch alles, was alle anderen Tropfen empfinden sozusagen. Das ist in Worte schwer zu fassen, schwer zu erklären. Solche Zustände muss man erleben. Deshalb sagen die Praktiker, die dann die höheren Bewusstseinsebenen besuchen, es macht keinen Sinn, das zu erklären, weil es gibt in unserer Sprache, nicht im Deutschen, nicht im Russischen, nicht im Sanskrit, keine Worte, wie man diese Zustände erklären kann. Es sind sehr schöne, gute Erlebnisse, aber wie gesagt, das ist, als würde man mit einem Bleistift oder schwarz-weiß Bleistift versuchen, irgendwie die Natur darzustellen oder jemanden zu erklären, der noch nie die Natur gesehen hat. Also da würde sehr viel, sehr viel Information abhanden kommen mit dieser Erklärung. Okay? So ist unser feinstoffliches Feld ungefähr aufgebaut. Auf dieser Erde, ich drücke mich mal so aus, und in unserer heutigen Welt leben die meisten Menschen lediglich auf der Anandamaya Kosha und denken, ich bin dieser Körper, ja, pflegen diesen Körper und kümmern sich um ihn und keine Ahnung, machen sonst alle möglichen Sachen, vernachlässigen dabei aber oft die anderen Schichten des Bewusstseins, die anderen Sachen. Höchstens, dass man dann auf der Pranamaya Kosha, wenn man jetzt Unglück empfindet oder schlechte Emotionen empfindet, wenn man das nicht mehr haben möchte, versucht man die Situation irgendwie zu ändern und irgendwie auch davon herauszukommen. Hier ist es leicht, Veränderung zu erreichen, sage ich mal. Wenn hier es an die Gesundheit mangelt oder an Energie mangelt, dass man den Körper gesund macht, wenn es hier Schäden gibt oder hier Schäden gibt, dann ist es schon schwerer, daran zu kommen, schwerer, die Sachen zu reparieren. Es ist auch folgendermaßen so, dass die Jivatma diese Hülle formt. Diese Hülle formt die Vijnana Maya Kosha. Und das, die Obergeordnete, baut die Untergeordnete auf. Pranamaya Kosha baut den festen Körper auf. Deshalb ist es so, wenn hier ein Schaden auftritt, dann sind die untergeordneten Koshas auch geschädigt. Und wenn jetzt hier alles gesund ist und nur hier unten etwas an etwas mangelt, dann ist es leichter, das zu reparieren, sich leichter in Stand zu setzen. Okay? Aber wenn das ständig kaputt ist, wenn sich darum keiner kümmert, verfällt das Oberstehende auch nach und nach. Wenn sich darum keiner kümmert, ich kann das euch jetzt ein bisschen deutlicher machen. Zum Beispiel, man hat Rückenschmerzen. Und es ist tatsächlich keine energetische Sache, sondern nur irgendwie man hat etwas Schweres gehoben oder durch bestimmte andere Situationen oder Lebensweise drückt einfach der Knochen einen Nerv zusammen. Und der Nerv schmerzt die ganze Zeit, Tage, Wochen, Monate. Man bringt das nicht weg, man kümmert sich nicht darum. Man fängt dann nach einiger Zeit an, bestimmte schlechte Emotionen zu fühlen oder zu spüren. Es nervt einen, man ist wütend, man ist sauer,
Man versetzt sich in so einen depressiven Zustand. Man spürt hier halt etwas schon, etwas mehr. Nicht nur den Rücken, sondern dem ganzen Körper geht es dann nicht gut. Wenn es eine lange Zeit es dem Körper energetisch nicht gut geht, wenn man ständig nur schlechte Emotionen hat, wenn man ständig depressiv ist, enttäuscht ist, dann ist es dann eine nachhaltige Wirkung, dann, wenn es über eine lange Zeit andauert, auf den Verstand. Also ich bin mir sicher, wenn man jetzt einen Menschen ja quälen, sage ich mal so, oder Rückenschmerzen sind ja auch Qualen, über längere Zeit Schmerzen zufügt, wird er irgendwann mal verrückt. Also da würde mir, denke ich, ihr alle würdet mir recht geben. Also schädigt das nach und nach auch die also überstehenden Regionen oder die überstehenden Aspekte des Menschen. Okay? Also müsste man das in einer bestimmten Ganzheit betrachten. Und wenn man das alles im Plus halten möchte, alles berücksichtigen. Okay? Und das berücksichtigen, dass das eine auf das andere wirkt. Okay, so viel zum feinstofflichen Aufbau. Ich habe ja angefangen dabei, dass jeder in einer eigenen also Realität lebt und über seine eigenen Grenzen verfügt, über die er nicht hinausgehen kann. Wenn man dann aber mit diesem Verständnis und mit diesem Bewusstsein lebt, diese Grenzen habe ich früher oder später, diese Grenzen habe ich früher für mir selber geschaffen, durch meine eigenen Handlungen, das ist eben mein Karma, was ich jetzt durchleben muss, durchstehen muss. Und ich stehe das, wie soll man sagen, also mit Ehre, mit Aufrichtigkeit, auch wenn es mir schlecht geht, lebe ich das durch, weil kein Karma ist eigentlich unendlich. Egal wie es schlecht einem geht, wenn man das verbrannt hat, verliebt hat, kann es und wird es auch besser sein nach einiger Zeit. Und man muss eben diese Selbstanalyse, vielleicht das Jnana-Yoga hier auch dazu ein bisschen einschalten und zu sehen, zu erkennen, wenn es mir schon schlecht geht im Moment und ich früher bestimmte Sachen nicht ganz richtig ausgeführt habe oder mich schlecht verhalten habe, muss ich mich im Hier und Jetzt gut verhalten, damit es in Zukunft für mich besser wird. Also das Hier und Jetzt, was ihr erlebt, ist das Produkt eurer Vergangenheit. Und was ihr heute macht, ist zusätzlich oder gleichzeitig wird es Früchte tragen für eure Zukunft. Also ist es bei uns so, dass wir parallel unsere Vergangenheit aufarbeiten durch unser Karma und gleichzeitig unsere Zukunft projizieren und projektieren durch bestimmte Handlungen. Wie das aber zusammengesetzt ist, 50 zu 50 oder 95 zu 5%, das sei dahingestellt, das ist alles individuell. Auf alle Fälle muss man verstehen, dass es gemischt ist. Es ist nicht nur so, dass wir alles, was wir denken, kommt von uns, kommt zu uns vom Himmel runtergeflogen, jeder Wunsch wird erfüllt. Klar funktioniert es, wenn die feinstofflichen Felder, wenn die Energie gut ist, wenn man mit Gedankenkraft das gut projizieren kann. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch aus der Vergangenheit bestimmte Schulden oder bestimmte Gedanken, die sich im Hier und Jetzt projizieren. Zum Karma noch anders erklärt. Es ist ja eigentlich kein Leid und keine Bestrafung, genau, keine Bestrafung des Menschen, sondern wenn man hier eine Zeitlinie betrachtet, hat man hier an etwas gedacht und wollte es hier bekommen. Okay? Aber man hat schon auch hier etwas gedacht und bekommt es schon hier. Okay? Und dieser Gedanke oder dieser Wunsch, der wird dann erst später eintreten, wenn die Gedanken von früher alle aufgearbeitet sind. Versteht ihr das? Aber weil ich das hier gewünscht habe für hier und hier schon eine ganz andere Situation ist, vielleicht schon das nächste oder das übernächste Leben, und ich bekomme das erst hier, wo ich vergessen habe, dass ich mir das gewünscht habe, denke ich, das ist mein Schicksal und wieso immer ich und wieso passiert nur mir sowas und wieso muss ich immer leiden. Aber im Grunde genommen sind das unsere eigenen projizierten Gedanken für die Zukunft. Deshalb wird im Yoga empfohlen, weniger zu wünschen sozusagen,
dennoch projizieren, dennoch irgendeinen Plan nach vorne haben. Natürlich muss sich jeder entwickeln, aber diese Entwicklung muss euch auch in Zukunft nicht schaden. Okay? Und auch für euch in Zukunft keine schlechten Früchte eure Gedanken bringen. Aber der Theorie nach heißt es, dass jeder unsere Gedanken irgendwann, früher oder später, materialisiert. Aber wir können oft über die Zeit nicht entscheiden, ob das morgen ist, übermorgen oder irgendwann, wenn es schon zu spät ist. Aber oft passiert es so, dass wir die Sachen bekommen oder erreichen, wenn es nicht mehr ganz aktuell ist. Okay? Und wenn das Karma weniger ist, heißt es, weil manche haben viel mehr Karma, viel mehr Belast, dann ist diese Projektion viel weiter. Und wenn man weniger Karma hat, dann ist diese Projektion viel kürzer. Dann treten die eigenen Gedanken, die eigene Projektion viel schneller auf. Man lebt dann praktisch, wie heißt es, in Echtzeit sozusagen und nicht irgendwie versetzt und alles zu sehr, zu stark verflochten. Ja. Ich denke auch, es heißt von der, wir versuchen jetzt da dran zu kommen. Es heißt, dass Menschen, jeder in einer anderen Energie lebt. Also es gibt die Tamas-Energie, Rajas und Sattva. Die Menschen, die im Tamas leben, wenn wir jetzt an diese Projektion denken, die wissen gar nicht, was für sie gut ist und was für sie schlecht ist. Vielleicht denken sie sich bestimmte Sachen oder Wünsche, Begierden aus, und viel zu viel davon und es kann nicht alles auf einmal eintreten. Und sie hängen sich zu stark dran, sie haben zu viel Emotionen, zu viel Energie wälzt oder die Energie fließt ungleichmäßig durch den Körper. Bei Menschen, die im Rajas sind, die können das schon mehr kontrollieren, weil ein Mensch im Tamas ist einfach wirklich der Opfer seines Schicksals, der hat nicht viele Möglichkeiten, weil er die Energie auch einfach nicht hat, auf seine Realität zu verändern. Im Rajas hat man schon viel mehr Kraft, viel mehr Energie. Wenn ich sehe, dass mir eine Situation nicht gefällt, dass ich sie einfach nicht verlebe, sondern alles dafür tue, um diese Situation zu ändern. Und wenn man stärker ist als die Situation, kann man sie tatsächlich verändern. Menschen, die im Sattva leben, die haben eigentlich gar keine Wünsche. Die verleben eigentlich nur das, was sie sich früher gewünscht haben. Und wenn dieser Wunschkonzert komplett zu Ende ist, ist der Mensch befreit. Dann hat er nichts mehr, was ihn hier mehr noch aufrecht hält. Und dann kann er weitergehen in andere Sphären oder in höhere Welten reinkarnieren, meinetwegen so, oder sich ganz von dem Kreislauf des Sansara befreien. Kürzeres Karma, aber die sattwischen Menschen streben dann gar kein Karma mehr an. Es sind vielleicht mehr schon die Rajas-Menschen, okay? Die Aktiven, die alles daran setzen. Die im Sattva leben, die Brahmanen, die, soll man das richtig übersetzen, die sich selbst kontrollieren können zu 100%, die haben keine Wünsche. Die sehen in allem eine göttliche Vorsehung. Es ist auch ein Unterschied zwischen Wunsch und Unabhängigkeit, zum Beispiel. Zweimal am Tag zu essen ist kein Wunsch, sondern eine Unabhängigkeit, damit ich meinen Körper aufrechterhalte. Wenn ich jetzt ständig wünsche, ich will zweimal am Tag essen, ich will zweimal am Tag essen, dann wird es zu einem Wunsch. Und so müsste man zu seinem ganzen Leben einen Bezug aufbauen. Also Kinder zu bekommen, großzuziehen, es ist kein Wunsch, es ist eine Notwendigkeit, weil jemand hat auch mich großgezogen, jemand hat auch mich geboren, ich muss halt diese Schulden auch abbauen, abbezahlen, weil sich auch jemand um mich gekümmert hat und ich möchte mich jetzt um andere kümmern. Das Gleiche vielleicht auch mit der Arbeit, mit dem Beruf, mit der Schule. Eher als Notwendigkeit betrachten, was zu tun. Wenn man sagt, das ist eine Notwendigkeit, hängt man sich nicht so sehr daran. Weil man hängt sich nur an Wünsche, weil Wünsche gehen nicht immer in Erfüllung und je stärker man am Wunsch gehangen hat, desto mehr leidet man dann, wenn dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht. Wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, leidet man dann auch. Weil diese Euphorie, zum Beispiel, kann man auch so eine Zeitskala aufzeichnen. Hier beginnt der Wunsch und es ist dann die Vorfreude, dass man was bekommt. Hier bekommt man das. Das ist die Vorfreude, die steigt an und sie hält sich nur ganz kurz, wenn man das bekommt. Und dann ist man wieder runter
Und dann möchte man einen neuen Wunsch und wieder und wieder und wieder. Und so ist es mit Wünschen, man ist niemals befriedigt. Man ist nur befriedigt und zufrieden, wenn man gar keine Wünsche hat. Sozusagen, dann gibt es diese ganzen Kurven und dann gibt es das ganze Hoch und Runter nicht mehr. Natürlich ist es schon eine sehr hohe Ebene. Für uns normale Menschen ist es normal, sich was zu wünschen, was zu wollen, sich bestimmte Ziele zu setzen. Manches, was ich hier erzähle, das ist ein Idealfall, der für viele von uns gar nicht aktuell in dieser Reinkarnation ist. Aber trotzdem gebe ich euch ein Schema vor oder eine Richtung, wo man sich hinbewegen sollte. Hat es auch Bezug zu Manipura-Chakra, was man erzählt hat, die nicht zufriedenzustellen? Das hat auch damit was zu tun. Weil eben jedes einzelne Chakra für bestimmte Sachen verantwortlich ist. Manipura-Chakra ist dann mehr, es gibt ja verschiedene Wünsche. Der Wunsch, was zu haben, ist eben Manipura-Chakra. Der Wunsch, Sinneslust, Freude zu empfinden, ist auch ein Wunsch, aber das ist mehr Svadhisthana-Chakra. Der Wunsch zu überleben oder der Wunsch, jemandem weh zu tun, das sind ja Probleme dann auf der Muladhara-Chakra, aber sind trotzdem Wünsche. Und hier oben sind die Wünsche dann altruistischer. Also hier möchte man bestimmte Projekte umsetzen. Wird so gesagt, das ist dann mehr, ein Projekt dient nicht nur mir, sondern bei einem Projekt arbeiten viel mehr Menschen. Und oft haben mehr Menschen auch was davon, wenn man Projekte hat. Gute oder schlechte, sei dahingestellt. Auch bei schlechten Menschen, aber bei schlechten Projekten, die wirken auf viele Menschen. Gute Projekte wirken auch auf viele Menschen, große. Wenn man jetzt, ihr versteht schon, was ich meine, bin ich sicher. Hier auf der Anahata-Chakra ist es sowieso, dass man die Energie durch die Anahata-Chakra ja, verliert oder einen Bezug durch die Anahata-Chakra aufbaut. Man braucht zumindest eine Person, mindestens. Wenn man jetzt allein im Universum wäre, könnte man, ja, Selbstliebe könnte man schon ausüben, aber das wäre nicht unbedingt der Sinn und Zweck der Anahata-Chakra. Sinn und Zweck der Anahata-Chakra ist es, andere Leute zu spüren, auch die Natur zu spüren, den Zustand der anderen Leute zu spüren und einfach menschlich gesagt, andere zu lieben. Okay? Das ist schon Bezug mit der Umwelt. Hier gibt es das nur ich, nur mich alleine, wenn es mir Freude macht, alles ist mir egal und profitgerichtet, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn, ein Geschäft zu machen oder irgendwas zu tun oder nicht. Hier beginnt man schon selbstlos zu wirken und hier nur für mich selbst den Lieben, okay, die unteren drei Chakren. Aber Wünsche gibt es auch hier oben. Unersättlichkeit ist aber mehr mit dem Manipura verbunden. So, okay. Zum Kriya-Yoga kann ich, ja bitte. Ja. Inwiefern unterscheidet man denn, was künstlich erschaffene Freuden sind und was eben diese Notwendigkeiten sind? Also als grobe künstlich erschaffene Freude habe ich Drogen gemeint, weil im Körper sind keine Euphoriestoffe und keine Hormone und man fügt sie sich künstlich, irgendwie fühlt sie sich künstlich rein von außen. Man empfindet Freude, Glückseligkeit, irgendwie, verstehst du, das ist künstlich herbeigeschaffen. Eine richtige Freude ist zum Beispiel, wenn man einen lieben Menschen vor sich hat, wenn man jemand hilft, wenn man gute Menschen Freude oder Familie um sich hat oder sich einfach vielleicht über die Natur freut oder wenn man es eine gute Note schreibt oder wenn man Abschluss macht oder wenn man eine gute Arbeit bekommt, dass man sich so darüber freut. Das ist dann nicht mehr so künstlich, wie es durch Drogen und Alkoholeinfluss von außen eingeleitet wird. Aber könnte man da nicht auch irgendwo eine Abhängigkeit aufbauen, wenn man denkt, es hat mir einmal gefallen, das möchte ich immer wieder machen? Bei was? Doch, auch. Man kann auch eine Abhängigkeit entwickeln, ja, klar. Aber das ist schon ein bisschen eine andere Ebene, wie ich das angesprochen habe. Also Alkohol und Drogen und andere Sachen, die den Menschen nichts Gutes tun, da ist ja auch mit der Zerstörung des eigenen Ichs verbunden. Und dieser Energieausstoß ist sehr, sehr effektiv oder sehr intensiv, den man dabei verliert. Bei einer guten Note ist es so, du musst selber viel dafür machen. Du strengst dich an,
Du erlebst eine bestimmte Askese, wenn du eine gute Note schreibst. Du musst dich hinsetzen, lernen, du musst dich vielleicht von allen anderen abschotten. Das ist das Gleiche, wie du Yoga praktizierst. Du baust auch eine bestimmte Energie auf. Und dann kannst du diese Energie in Freude umsetzen. Auch beim Yoga kannst du die Energie aufbauen, die dann einfach hinterher in Freude umsetzen. Weil man freut sich, man ist glücklicher danach für eine Zeit. Aber du hast dir das selber aufgebaut. Durch ein Mittel, das du dir irgendwo kaufst oder irgendwo besorgst, hast du jetzt praktisch körperlich nichts getan. Du hast keine Askese erlebt, aber du erlebst trotzdem diese Freude hinterher. So rum. Gut. Zum Kriya-Yoga. Ich weiß jetzt nicht allzu viel davon. Es sind bestimmte Meditationsmethoden, Visualisationsmethoden. Und beim Kriya-Yoga ist es, soweit ich weiß, dass man weniger mit dem Körperlichen beginnt, sondern man beginnt gleich mit bestimmten Übungen, was die eigene innere Welt angeht. Dass man gleich meditiert, und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Arten zu meditieren. Aber soweit ich weiß, sind das auch sehr effektive Methoden. Man müsste halt dabei einen guten Lehrer finden. Ich weiß nicht, wo es heutzutage in Europa solche guten Lehrer zu finden gibt, die gerade diese Techniken und ihren Level auf euch übergeben. Es nützt weniger, was aus einem Buch zu lernen, weil aus dem Buch interpretiert jeder es so, wie er es versteht, und das Buch trägt nicht die Energie der Erfahrung eines Menschen. Wenn ihr die gleichen Sachen von einem Menschen lehrt, der schon lernt, der schon selber diese Erfahrungen gesammelt hat, der kann euch diesen Erfahrungsschatz auf energetischer Ebene weitergeben. Er erklärt euch das genau so, damit ihr es auch richtig versteht, und ihr werdet garantiert mehr Erfolge haben oder mehr Resultate haben, als wie ihr jetzt ohne Lehrer, ohne einen Menschen irgendwas ergründen wollt oder ausprobieren wollt. Da müsst ihr selber viel tüfteln, viel experimentieren, bis hinterher was dabei rauskommt. Und beim Kriya-Yoga ist es auch so gewesen, dass man bestimmte Praktiken von einem Lehrer zum Schüler übergeben hat, und der hat dann an seine Schüler das weitergegeben. Der Lehrer sieht auch dann anders euren Bereitschaftsgrad. Und er wird euch gerade die Technik oder Meditation geben, für die ihr also gewachsen seid, die ihr auch anpacken könnt. Abhängig vielleicht auch von eurem Charakter, wird ihr drei Schülern vielleicht drei verschiedene Techniken geben, und dennoch wird jeder der Schüler den gleichen Erfolg haben. Wenn er allen drei Schülern die gleiche Technik geben würde, würden sie auch andere Erfolge erzielen. Okay, das ist der Unterschied Buch und Lehrer mit eigener Erfahrung. Okay, so ein kleiner Einschnitt, so ein kleiner Einblick in das Kriya-Yoga. Es gibt ein gutes Buch, die Autobiografie eines Yogi von Paramahansa, wie heißt der? Paramahansa Yogananda. Es ist ein sehr gutes Buch, was eben gerade diese Tradition beschreibt. Und es ist eine Autobiografie, was er aus seinem Leben schreibt, ist auch sehr interessant zu lesen, wenn ihr mehr über das Kriya-Yoga erfahren wollt. Dann das Raja-Yoga. Wie ich schon angesprochen habe, das königliche Yoga oder das höchste Yoga, kann man so sagen. Patanjali schreibt, das Ziel des Hatha-Yoga ist das Raja-Yoga. Das Hatha-Yoga ist nicht nur Asanas oder sind nicht nur Asanas, sondern auch Reinigungstechniken, Pranayama und bestimmte Vorbereitungstechniken eben für das Raja-Yoga. Wenn der Körper bereit ist zu meditieren, lange zu sitzen, wenn er die nötige Stabilität hat, auch energiemäßig, weil warum haben wir diese Gleichgewichtspositionen oder Stabilisationspositionen? Wenn wir den Körper lernen, stabil zu bleiben, stabil zu sitzen, lernen wir auch den Geist, unsere innere Welt, auch stabil zu bleiben, auf einer gleichen Richtung zu sein. Weil wenn der Geist unstabil ist, klappt keine Konzentration. Konzentration ist folgendes, was Patanjali als Dharana bezeichnet. Wir versuchen uns auf das Mantra Om abends zu konzentrieren, angenommen. Es klappt einige paar Sekunden, dann kommt irgendein Gedanke. Zum Beispiel, was es heute zum Essen gegeben hat, wie schwer die Übungen heute waren oder warum es schon wieder regnet oder warum es schon wieder so kalt ist. Und dann erinnern wir uns dran, wir wollten uns doch auf die Vibration konzentrieren.
Ein paar Sekunden konzentrieren wir uns auf die Vibration, dann kommt schon wieder der nächste Gedanke. Irgendwie da, was ist bei mir jetzt zu Hause? Was macht meine Katze zu Hause? Was machen meine Eltern zu Hause? Was weiß ich. Okay, zurückerinnern. Dann wieder das Mantra um. Ein paar Sekunden. Und dann kommt der nächste Gedanke und so weiter. Bei manchen Menschen ist halt dieser Unterschied etwas länger und weniger. Gedanken, also Durchbrüche oder also störende Gedanken. Bei manchen ist das ständig. Bei manchen ist ein Gedanke nach dem anderen und der ist dann 5 Minuten, 10 Minuten abgelenkt und dann erinnert er sich erst wieder, ich wollte mich doch auf die Vibration konzentrieren und dann geht es wieder weiter, einige Zeit lang. Das Ziel ist eigentlich, so lang wie möglich die Konzentration zu halten und so wenig wie möglich störende Gedanken in sich hineinzulassen. Und wenn die Konzentration dann ununterbrochen ist, ist dann das nicht mehr das Dharana. Das Dharana ist Konzentration mit Unterbrechung. Das Dhyana ist die Konzentration ohne Unterbrechung. Wenn die Konzentration ohne Unterbrechung über längeren Zeitraum passiert, dann ist es so, das ist wie der Güterzug. Man sieht nicht, was dahinter ist, weil die Güterwaggons ständig vorbeirauschen. Man sieht nicht das Bild dahinter. Versteht ihr dieses Sinnbild? Wenn der Güterzug stehen bleibt, kann ich durch den Waggonschlitz durchblicken, was dahinter ist. Und so ähnlich ist es mit unseren Gedanken. Wenn sie hier ständig durch den Kopf schießen, kann ich den Bewusstseinssprung nicht machen. Also ich sehe nicht, was hinter dem Maya, hinter der Illusion, was hinter dem Schleier ist. Ich muss halt meinen Gedankenprozess zum Stillstand bringen, wie mit diesem Güterzug. Und dann kann mein Bewusstsein von dem Anamaya Kosha meinetwegen auf das Pranamaya Kosha und noch höher springen. Dann kann ich in andere Sphären einblicken, sage ich mal so. Aber nur über die Kontrolle der Gedanken, über die Kontrolle des Verstandes, was das Raja-Yoga bedeutet. Okay? Ständige oder die ununterbrochene Kontrolle seiner inneren Welt. Warum man es als das königliche Yoga bezeichnet? Weil ein König ständig einen bestimmten energetischen Zustand halten muss. Okay? Er hält energetisch seinen ganzen Staat, seinen ganzen Hof, seine ganzen Untergebenen. Und wenn so ein Kshatriya, er hat sein Energielevel gehalten, vorher, sage ich mal, vor dem Fest, und bei diesem Fest zerstört man seine Energie komplett und total. Und man kann jetzt das so sehen, dass er energetisch seine Untergebenen, seine Gefolgsleute, seine Armee und alle und sein Land energetisch nicht mehr halten kann. Und man kann dann in so einer Situation sehr leicht alles übernehmen, beziehungsweise in seinem Land kommt es zum Chaos. Deshalb ist das Raja-Yoga so, dass ein König, so ein, oder ein richtiger Kshatriya, ein richtiger König, seinen Zustand 24 Stunden am Tag halten muss. Wenn er jetzt, keine Ahnung, anfängt, mit den Kindern Schmetterlinge zu fangen oder irgendeinen anderen Blödsinn zu tun, dann fällt seine Ebene, seine Kshatriya-Ebene, fällt dann nach unten. Er ist nicht mehr so würdig oder er begeht irgendwie, der haut einen Hund mit dem Fuß oder irgendeine andere niederträchtige Tat, wenn er ausführt. Verliert er seine Ebene, dann ist er nicht mehr der König, nicht mehr der Regierer. Okay? Und früher war das ja auch so, dass alle Yoga praktiziert haben. Jeder zwar auf eine andere Art und Weise, aber jeder hat seinen Zustand, seine Energieniveau, vor allem die Kshatriya, so weit wie es geht, gehalten, um sein Land ordentlich zu regieren. Okay, ist es so verständlich, was das Raja-Yoga ausmacht? Für uns, wenn ihr zu einem Vorstellungsgespräch geht, könnt ihr zuversichtlich, selbstbewusst sein, so siegesicher sein, dann ist es ein ganz anderes Ergebnis. Ihr hält euer Raja-Yoga, ihr hält euren Zustand. Wenn ihr ganz schüchtern, unvorbereitet da reingeht und ihr Angst habt, dass ihr da nicht genommen wird, man spürt bei euch diese Energie, diese Unselbstbewusstheit oder mangelndes Selbstbewusstsein, so ausgedrückt. Und dann wird ihr ein ganz anderes Ergebnis bekommen, bei gleichen Faktoren Außenstehenden. Es ist nur der eine eurer innerer Faktor, der hier eine große Rolle spielt, euer innerer Zustand. Eben, dass ihr diesen eigenen inneren Zustand hält, okay, einen bestimmten. Für jede Situation einen bestimmten anderen. Das ist auch eben dieser vollkommen sich kontrollierende Brahmane, der einen jeden Zustand ein- und ausschalten kann,
je nach Bedarf, je nach Situation. Gut, dann Dhyana-Yoga. Das Yoga der Analyse, das Yoga des Wissens. Wie ich in der Mitte der Lektion angesprochen habe, sind manche Menschen, die neigen nicht sehr zu Gefühlsausbrüchen, die sind eher kalt und unemotional, aber logisch gut ausgestattet, sage ich mal so. Für die, einen Moment, für die eignet es sich, Einigkeit und Vollkommenheit durch Wissen zu erlangen. Die lesen viele Bücher, die lesen oder erlernen die Philosophie, die erlernen, wie das ganze Universum aufgebaut ist, die Gesetzesmäßigkeiten, das passiert alles auf einer intellektuellen Ebene. Und danach über das Verständnis, wie alles funktioniert, wie alles zusammenwirkt, können sie über den Verstand und über noch höhere Bewusstseinsträger, wenn sie das modifizieren, eben diese Einigkeit erreichen. Nicht durch die Gefühle, sondern durch den Verstand. Hast du eine Frage? Jnana. Jnana. N-J-A-N-A. Jnana Yoga. Ну, auf Russisch знание есть такое слово. Oder Yoga des Wissens, Yoga der Erfahrung. Also gibt es verschiedene Wege, unter anderem den Weg über das, die Erkenntnis, der Weg auch zur Einigkeit, der Weg zur Vollkommenheit. Natürlich ist es im Idealfall so, dass das Zweige eines großen Baumes sind und man in seinem Leben alles mit drin haben sollte. Mehr, der eine mehr, der andere weniger. Man müsste sein Leben ständig analysieren, irgendwelche Schlussfolgerungen für sich ziehen. Schlussfolgerungen ziehen, ich habe folgende, nicht Tat begangen, sondern ich war in einem Zustand, wie hier das Beispiel mit dem Vorstellungsgespräch. Es hat zu dieser Reaktion oder Resultat geführt. Ich war in der gleichen Situation, bloß in einem anderen Zustand. Es hat zu einem vollkommen anderen Resultat geführt. Also ziehe ich Schlussfolgerungen drauf, in welchem Zustand ich welche Situation begehen sollte, um für mich möglichst positive, möglichst gute Erfolge dann zu erzielen. Letztendlich auch, dass ich bestimmte Situationen zerlege, nicht nur meine eigenen, sondern die Situationen meiner Mitmenschen. Weil der unkluge Mensch lernt aus eigenen Fehlern, der kluge Mensch lernt aus Fehlern der anderen. Okay? Es wird uns oft so passieren und es passiert auch jedem, dass wir Menschen und Situationen sehen, die für uns lehrreich sind und wir aber aus den Fehlern, die die anderen machen, nicht lernen, obwohl wir diese Situationen vor uns haben. Manche Leute sagen, dass die Außenwelt für uns ein Spiegel unserer inneren Welt ist. Oder es sagen viel mehr Leute, als es tatsächlich so ist, denke ich mal so. Es ist nicht immer unser Spiegel, ich denke da ein bisschen anders. Es ist unser... Es werden bestimmte Impulse aufgebaut vom Universum für uns, damit wir unsere eigene Welt verbessern. Wenn ein Mensch vor uns, der keine Geduld hat, heißt es nicht gleich, dass wir keine Geduld haben. Das heißt zum einen, dass wir schon etwas lernen müssen, aber das ist nicht unser Spiegel. Also diese Regel, die funktioniert nicht immer. Beziehungsweise, wenn ein Mensch, andersrum, wenn ein Mensch aufgewühlt und aggressiv ist, dann heißt es nicht, dass ich aufgewühlt und aggressiv bin. Das heißt, dass diese Person mich lehrt, ruhiger zu bleiben, stabiler zu bleiben. Gerade das Gegenteil in mir bewirkt. Also ist dieses Spiegelprinzip nicht immer anwendbar. Im Grunde ist es aber trotzdem so, dass Mängel und Fehler, die wir in anderen Menschen sehen, wird uns nur gezeigt, nicht damit wir auf die anderen Menschen mit dem Finger zeigen, sondern damit wir in uns selber suchen und diese eigenen Fehler und Mängel in uns selber finden und ausmerzen. Okay? Der Spiegel zeigt ja auch das alles gespiegelt wiederum. Also man kann es nicht eins zu eins sehen. Hast auch wieder recht, genau. Der Spiegel verzehrt trotzdem alles und dreht es um. Also das Spiel mit der Realität, mit eurer Umgebung, ich sage das mal, Spiel dazu ist wirklich sehr, sehr interessant. Wenn man bewusst lebt und wenn man viele Sachen sieht, die anderen nicht sehen. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass ihr euch in den Medien einschränkt. Nach Möglichkeit oder
Was heißt im besten Fall? Also Fernsehprogramme zu schauen ist sowieso fast ein Irrsinn heutzutage. Und diese ganzen Sachen verschließt ihr vor euch so. Wenn ihr ständig irgendwelche Programme, die ausgedacht sind, die nicht aus dem Leben gegriffen sind, betrachtet, das Fernsehen ist zudem noch zu 70-90% mit negativen Sachen gefüllt und ihr füttert diese negativen Sachen in euch hinein. Es gibt wenig da zum Analysieren und diese negativen Informationen, die ihr in euch hineinladet, wirken auf euer Leben auch dementsprechend. Das sind wie Programme. Wenn ihr euch davon abgrenzt, habt ihr viel mehr Zeit, euer Leben selber zu sehen, euer Leben selber zu analysieren. Das ist eine sehr, sehr wirklich gute und eine sehr gesunde Geschichte für euch alle, weil man da effektiver lebt. Man kann dann im Leben viel, sage ich, mehr erreichen, aber effektiver in dem Sinn, dass ihr bewusster lebt. Das heißt, ich erlebe eine Situation, die für mich lehrreich ist und dabei denke ich, was ich in der gestrigen, wie heißen die? Ja, diese Serien und alles Mögliche. Was in der gestrigen Serie wieder passiert ist. Was wird wohl heute in der Serie gezeigt? Und diese Situation habe ich verpasst. Ich habe nicht meine Lektion gelernt. Also muss ich diese Situation irgendwann mal wiederholen, bis ich das gelernt habe. Also ist das bewusste Erleben im Hier und Jetzt ist sehr, sehr wichtig für alle. Wenn man jetzt diese Zeitlinie betrachtet, das ist das Hier und Jetzt. Und die ganzen Fernsehprogramme werfen uns entweder in die Zukunft, die uns Angst machen, oder werfen uns irgendwie in die Vergangenheit, die uns irgendwie von schönen Welten berichten oder von was weiß ich was alles. Okay, und wir verpassen diesen wichtigsten Moment im Hier und Jetzt. Das Yoga auf der Matte, eben auch das Hatha-Yoga, das bindet uns an das Hier und Jetzt, gerade durch das Unwohlsein, durch die Askese. Es ist nicht immer angenehm, man muss halt das schon über sich ergehen lassen, wie ich das anspreche. Das bindet aber das Bewusstsein an das Hier und Jetzt. Okay? Oder wir setzen uns hin und praktizieren Mantra und versuchen hier unser Bewusstsein an das Hier und Jetzt zu binden. Natürlich wird es immer wieder, weil wir sind alle normale Menschen, natürlich wird es uns immer wieder rauswerfen. Aber das ist trotzdem die Übung, die uns sehr nützlich auch für die Zukunft sein wird. Das ist eben diese Evolution, die wir jetzt beschreiten wollen und der Weg, den wir gehen wollen, weil wir uns hier schon alle versammelt haben. Yoga auch in dem Sinn, dass in Perfektion ausführen dessen, was man gerade ausführt. Egal was man macht, macht man das möglichst gut. Im Idealfall, auch wenn man was Schlechtes macht, muss man es auch möglichst gut machen. Obwohl ich euch nicht rate, was Schlechtes zu tun, aber normalerweise diese Theorie nach auch hier dabei. Und möglichst viele Erfahrungen für euch rausziehen aus jeder Situation, ob sie gut oder schlecht ist.